Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Stream, den ihr euch gewünscht habt, dass er auf YouTube hochgeladen wird. Das ist einer der DD-Tutorial-Streams, die wir jetzt immer dienstags machen, oder Klassen-Tutorial-Streams, immer ab 19 Uhr, wenn es geht, oder 19:30 eigentlich, bis 22 Uhr. Das ist derjenige der deutschen DDs, wo wir von Stufe 6 auf bis Stufe 10 fahren und vielleicht noch einen Wunsch dazu packen und jeden DD mit den Karten ein bisschen unterschiedlich anfassen. Dementsprechend habe ich euch das hier reingepackt. Ihr könnt vorspulen, wohin ihr wollt, bleibt aber am Anfang dabei. Da besprechen wir, glaube ich, die Standard-Gadgets dieser Reihe und wohin sie führt, und ist vielleicht nicht schlecht. Wie gesagt, und immer wieder wiederholt, das ist für Anfänger, damit sie einen Überblick bekommen, was sie hier erwartet und worauf sie sich gefasst machen können oder sollten, wenn sie das Schiff auf bestimmten Karten gegen bestimmte Gegner fahren. Und natürlich immer mit dem Humor zu sehen, deswegen auch die Warnung hier in diesem Intro, dass wir hin und wieder ein bisschen fluchen. Ist ja ein Stream, deswegen ist einfach eine Stream-Aufzeichnung direkt von Twitch. Viel Spaß damit! Abend. Abend, Abend. Ich bin da. Also, willkommen. Wann gehen die Qualen los? Was denn das jetzt heißen? Ich werde nicht sehr viel leiden heute. Heute spielen wir meine... ja. 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 Hallo. Meine Lieblings-DDs, die ich gar nicht gefahren bin seit 1000 Jahren. Deswegen wird das ein lustiges Ding. Ah, für Anfänger wird es reichen, würde ich mal behaupten. Nein, das ist falsch. Ja. Ummodeln. Dahin. Ja. Eigentlich hätte es auch da bleiben können. Ich bin einfach ein Idiot. Naja, ist ja halb so wild. Ja, gewonnen hat, wie ihr seht, Schittos Heppos Z52. Damit wäre das geklärt und geht wieder hoch. So, dafür da hätte es mir auch wahrscheinlich auch geglaubt. Jeder hat nachschauen können. Also, das bedeutet, wir starten mit der Gäde. Tatsächlich gehen dann über die Maß zur Z23, zur Z46, zur Z52. Wir lassen die unteren Stufen aus, weil sich die charakteristischen Eigenschaften dieses Zweigs... Fluffy Power! Oh, Dankeschön, Russia! Vielen Dank für deinen Sub mit Prime. Oh, hallo Olschi, hallo Robike, hallo alle. Ich habe noch Kaffee heute her, aber zuerst eine kleine Einleitung. Dankeschön, Russia. Weil sich die speziellen Fähigkeiten dieses Zweigs erst auf höheren Stufen manifestieren, könnte man sagen. Hm? Nein, ich hätte das nicht geglaubt. Das Fernsehen lügt auch immer. Warum also nicht der Stream? Was? Was? Ja, hier ist was anderes. Wenn ich Politiker wäre, dann würde ich auch nicht lügen. So, und was zeichnet diese DDs aus? Dass sie nichts können. Nein, Spaß. Sie können nichts besonders gut, sind aber auch nicht besonders schlecht. Sie haben einen akzeptablen Torpedo-Reload, sie haben eine akzeptable Artillerie. Fluffy Power. Sie haben eine akzeptable Verborgenheit. Was sie alle auszeichnet, ist, sie haben hydrokristische Suche. Hallo Litschi und Dankeschön Leinenknecht für deinen Follow. Vielen lieben Dank, herzlich willkommen. So, das bedeutet, es wird interessant. Ich habe nicht mal einen Kapitän hier. Ja, schauen wir mal. Normalerweise sage ich ja, wir kommen aus mit, warum ist der Friedrich der Lütjens in der Reserve? Wir kommen mit einem 10er Kapitän aus. Das werden wir dieses Mal wahrscheinlich auch, oder? Nee. Kam 18er Kapitän auf der Nürnberg, ja. Ja, komm. Holen wir uns den Boy hier rein. Reinhard von Lohengram. Ja, hallo Hawk. Das bedeutet, die Deutschen haben meistens eine relativ schlechte Turmdrehrate. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Wir hätten ja nämlich die Möglichkeit, sie mit den 128ern zu spielen, oder wir haben die Möglichkeit, sie mit den 150ern zu spielen. Immer wenn ich persönlich die Möglichkeit habe, dann spiele ich sie mit den 150ern, weil sie mir einen anderen Spielstil erlauben. Die 150er haben auch weitaus mehr Pen als die 128er. Dementsprechend, ne, dann bedienen wir uns jetzt mal einer kleinen Seite, die ihr mit Sicherheit kennt. Da gehen wir rein ins World of Warships Fitting Tool. Der Nachteil, sie machen nicht so gut Feuer auf. Andere wird das gleich anders aussehen. Ja, natürlich.
Natürlich, Schäger. Ja, dann schaut ihr auf den Artillery-Chart hier oben. Aber wir können das ein bisschen größer machen, damit ihr auch was von habt. So. Dann geht ihr natürlich hier über Germany und geht zu den Zerstörern. Und dann haben wir die Ernstgede. Ich sage mit den 128ern, die setzen wir rein. Und dann die 150er. Und dann seht ihr schon direkt, ne? Penetration in Millimeter. Die Ernstgede mit den 155ern, ein großes Stück höher als hier die Penetration mit den 128ern. Natürlich ist das auch eine Frage des Reloads. Aber wir sehen hier, auf 10 Kilometer haben wir 58 mm Pen. Bedeutet, wir kommen Penetration auf 10 Kilometer locker auf Kreuzer. Auf alle Kreuzer auf Stufe 6, fast, so gut wie. Ne? 45 auf 12 geht es auch noch. Und 35 müsste eigentlich auch noch reichen. Dementsprechend, wenn ihr mit den 150ern spielt, dann schaut ihr, dass ihr so viel wie möglich HP schießen könnt auf quer zeigende Schiffe. Und ansonsten ist halt die Haie mit 2,2 hier, 38 mm Pen, ist immer geil. Könnt ihr auch Schlachtschiffe farmen. Das können die 128er in der Theorie auch, weil sie 32 mm haben. Die penetrierende auch. Also hier haben wir 5,1 Sekunden Nachladezeit, hier haben wir 7,5 Sekunden. Können sie vielleicht später dann zweimal spielen. Einmal jetzt mit den 150ern, zweiter mit den 128ern. Die Skillung ist jetzt ein bisschen fragwürdig, denn wie gesagt, der Torpedo-Reload ist gar nicht schlecht. Wir haben hier 8 Kilometer Reichweite, ist auf Stufe 6 ausreichend, mit den deutschen Volkstorpedo-Stats von 13.700. Bisschen schneller sind sie, 65 Knoten. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Später werden sie dann noch besser. Hallo Frankie. Hallo Miridiri, der erste Mann, der nach einem Kurs sucht, wie er noch besser und härter blasen lernt, damit er es bei WG umsetzen kann, um noch mehr Feuer-RNG zu bekommen. Noch mehr? Das wäre doch schon die Steigerung. Also, weißt du, was ich meine? Noch mehr ist da gar nicht drin. So, Experte der Überlebensfähigkeit setze ich in diesem Fall gar nicht ein, weil ich nur 11 Punkte habe und gehe diesen Baum hier runter für mehr Smoke. Das bedeutet, das hier wird was mit Smoke und Hydro werden. Und dann schauen. Später entweder auf Adrenalinrausch oder auf Torpedo Reload, je nachdem wie man es denn spielt. Oder ein bisschen auch auf, oh, gibt ja Möglichkeiten, Schiffsgeschwindigkeit oder aber Funkortung. Furchtloser Aufbau machen wir nicht, weil dafür müssen wir offen sein. Das ist uninteressant. Und ja, Blenden bin ich nicht so ein Freund von. Hallo Potte. Ich würde fast wetten, dass er häufiger brennt als er andere Schiffe anzündet. 100%. 100%. Ja, und die ist nur ein 6er. Schauen wir mal. Die sind schon verlockend, ne? 700, ne? Die werden, also Penetration. Ich schau mal, bemühen wir noch einmal für die Entscheidung, ne? Gehen wir wieder ins Fitting Tool. Bin ein bisschen irritiert. Jetzt, wir gehen aufs Fitting Tool dieses Mal. Und dann holen wir uns Deutschland, die Zerstörer und die Gäde rein. So. Und dann seht ihr, das Angenehme hier ist, es ist automatisch schon die Raw DPM drauf. Mit den Kleinen haben wir 70.000 und 140.000. Mit den Großen haben wir eine schlechtere DPM. Ja, da gehe ich mal von aus. Oh ja, wir haben High 70.000 Dividends, aber AP haben wir nur 118.000. Das ist natürlich beschissen. Da ist die DPM echt schlecht. Ja gut, weil sie halt theoretisch die Zitadellen macht. Ne? Ah. 4 mal 1 zu 4 mal 1. Nein, ich habe den gar nicht, weil ich den mal zurückgesetzt habe und deshalb, da muss man fahren. Ja, den einen Punkt, den spare ich mir für beim Hochfahren und gehe dann lieber auf den Dreier dazu oder so. So. Gut, komm. Das ist egal. Dann schauen wir mal rein. Haben wir Flaggen drauf? Das ist auch geil, wir haben eine Flagge drauf. Eigentlich obsolet. Ja, schauen wir, wo wir eine Detour kriegen. Ich spare mir die, wo ich wenig habe jetzt tatsächlich. Ja, Wahrscheinlichkeit einen Brand für den Arsch. Ja, ja. Ja, ja. Dann schauen wir mal, gehen wir gleich rein. Hallo Zecke. Wie gesagt, ich möchte in einem Punkt jetzt nicht direkt ausgeben, weil in der 1er-Linie gibt es nicht so viel, was ich brauche, dafür aber in der 3er-Linie tatsächlich. Natürlich fährt sich das Ding besser, je mehr Punkte drin sind. Aber wir sind auf Stufe 6. Was wollen wir? Fluffy Power. Stufe 6, schauen wir gleich nach. Wie viel Stufe 6 müssen wir
erreichen. Was ist da der Durchschnitt? Oh, danke schön. Was haben wir? Lauer für deine Sub mit Prime. Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen heute Abend. Bei den DDs. Wir kriegen mal den Rest hier weg. Auf Stufe 6. Hab da nur 30.000 Durchschnittsschaden. Was ist 50% bei dem Ding? 28.000 Durchschnittsschaden. Bei 33.000 Schaden sind wir beste 25%. Bei 38.000 sind wir beste 10%. Bei 41.000 wären wir sogar beste 5% mit dem Schiff. Da habt ihr eure Antwort, wie viel ihr circa machen müsst oder sollt. Ach, jetzt habe ich so einen. Habe ich so einen Hans drauf hier. Hält der jetzt dein Maul? Okay. Sehr gut. Nun denn. Brutal. Na gut. Jetzt haben wir ein Verteidigungsgefecht. Das bedeutet, wir haben keine eigentlichen Tasks. Ich werde mal auf die rechte Seite fahren, weil hier nur eine Wispy ist. Ist nur ein Fünfer. Und da haben wir Shiratsu auf der anderen Seite, Gachamare für Buki Nicolas. Ich will mal sagen, mit den 150ern sucht ihr nicht die... Also den Fight gegen andere DDs. Ich würde dich ja nicht aufhetzen oder so, aber er hat genau das gleiche wie ich gesagt. Er geht über die Planke, Stock und Spritz. Oder er quietscht weniger wie die weiblichen Kapitäne. Ja, das stimmt. Also, hat dieses typische... Otsukuredu! Nozuma! Den japanischen Anime ist der immer haben. Aber wie gesagt, wir suchen nicht den direkten Fight mit den DDs. Dafür haben wir zu wenig DPM. Ja. 7,5 Sekunden ist einfach zu wenig. Wir werden unseren Smoke nutzen. Der ist nicht so lang wie der Amerikaner, bei Weitem nicht. Dafür haben wir einen mehr. 152 Sekunden Nachladezeit. Wobei, die haben auch 4. Ne? Gut, ist Stufe 6. Das ist wieder was anderes. Aber die haben eine Minute, über eine Minute, 124 Sekunden teilweise auf höheren Stufen, auf 2 Minuten dann. Wir haben hier relativ schnelle. Wir können nicht mal 10-mal schießen. Deswegen bin ich auch auf die rechte Seite gefahren, um diese Inseln hier zu nutzen. Die sollten uns einen Vorteil bringen. Wir haben nur 10,9 Kilometer Reichweite. Eigentlich kann man die auch auf ein bisschen mehr spielen. Fubuki. Das Problem ist, die geht gleich zu. Ich wollte jetzt nicht schießen und aufgehen. Ich möchte, wenn es geht, etwas erwischen, das Breitseite zeigt, wie die Algerie hier. Um dann hinter der Insel eine Breitseite zu nehmen oder zu geben, sagen wir so. Aber die wird gleich schon rausgedrängt. Es ist ein bisschen schwierig hier. Drüben die Gajamada, da hätte ich jetzt schon Schaden drauf, weil die brawlt da einfach rein. Just for fun. Wird ein bisschen ein Geduldsspiel werden auch. Weil wie gesagt, es gibt nichts zu erobern. Das bedeutet, man wartet ab, wo der Feind kommt. Und hier auf meiner Seite ist relativ viel. Doch, hat's. Oh, ist jetzt die Chumfon zerrissen. Das ist vielleicht praktisch für uns. Schauen wir mal. Ich fahre jetzt natürlich auf, also hinter der Insel hervor, damit ich das Ding aufmache. Wenn es rankommt, nur wenn es was zu beschießen gibt, dann wird es hinter der Insel gefahren oder gesmoked. Wir spielen hier quasi mit den 150ern einen leichten Kreuzer. Ah, die ist schon offen. Wie gesagt, gibt keinen Grund weiter nach vorne zu fahren momentan. Da ist nur mehr Feind. Wispy gibt aber Vollgas, ne? Ja, was machst du? Das ist ja dämlich. Komm zurück. Du wirst einfach sterben. Spotting unlike you. Und? Alles offen, my friend.
Einmal kurz. 3, 2, 1. Da hat sie sich durchgeschlichen. Da. Schießen zuerst ein bisschen drauf. Dann holen wir uns die. Er dürfte euch nicht triggern lassen. Er ist eine Stufe 5er Wispy. Der auf der Seite rumfährt. Direkt Flemen im Chat. Nee. Die steht hier noch. Die müsste in Range sein. Eins. Ja. Jetzt capt sie das. Dann fahren wir hin. Wie gesagt, das Problem ist, wir können nicht bestehen. Wir können nicht bestehen. Wenn die es auf uns abgesehen hat, können wir das nicht bestehen. Oh, der Colorado kommt da noch. Hätten wir nicht auf die blöde Ding gehört, dann wären wir jetzt nicht in dieser Situation. Und würden auf der anderen Seite nicht beschossen werden. Ja, das war's. Hätte ich mich nicht von der Wispy ficken lassen. Machen wir gleich nochmal mit den 128ern. Ihr kennt's. Hatten beim letzten Mal auch das erste Gefecht. Super toll. Ersten Gefechte sind immer kacke. Hätte einfach warten sollen. Regel Nummer 1. Lasst euch nichts sagen von anderen Leuten im Chat. Die haben meistens eh nicht recht. Traurigerweise hilft mir das dann nicht mehr, wenn ich tot bin. Bin schon froh, dass es den anderen auch so geht. Ja, wie gesagt, wie schon vorher angekündigt, mit den 150ern dürft ihr nicht hinterherfahren. Das ist... Das ist halt einfach eine schlechte Idee. Wie es dann ausgeht, das seht ihr dann direkt. Aber das Gefecht wird nicht so lange dauern. Wir machen derweil die Mars ready. Die Mars ist auch eine scheiß Idee. Also nichts für ungut. Ist quasi dasselbe wie die Gäde, nur eine Stufe höher. Bedeutet meistens nichts Gutes. Meistens schlechtes Ganze. Ah, schau mal, die Gäde ist schon da. Du musst mehr schießen und dabei hupen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Good advice. Hätte ich die 128er drauf gehabt, hätte ich die Nikolas wahrscheinlich also mit Sicherheit rausgekriegt. Bauen wir jetzt um. Wobei, wie gesagt, farmen könnt ihr damit locker. Ja, so ist es nicht. Aber man muss halt die Disziplin haben. Und mir gefallen die tatsächlich gut, die 150er. So ist jetzt nicht. Aber wir müssen jetzt die 40k machen. Und natürlich, wenn ihr die deutschen Zerstörer auf Cap Contester spielt, dann seid ihr bei Stufe 6 und Stufe 7, seid ihr relativ falsch. Da müsst ihr dann später, wenn wir auf 6-6-1 bleiben, mit immer steigendem hydroakustische Suche. Das ist der einzige Trumpf, den ihr habt. Es werden euch die meisten DDs die meisten DDs auf ihrer Stufe outspotten, die fürs Cap gemacht sind. Ihr habt aber den großen Vorteil, dass meistens, wenn ihr offen seid, dann auf Stufe 10, ihr den Gegner auch aufmachen könnt, während ihr im Smoke sitzt. Das ist quasi die Prämisse. Ihr wollt,
dass jemand auf euch zufährt. Begegnungsfall, wenn ihr auf 5-8 aufgeht, ihr auf 6-1. Dann wartet ihr kurz, dann zieht ihr Hydro und dann den Smoke, während ihr voll abbremst. Dann haben wir schon wieder ein Verteidigungsgefecht. Es ist wieder so ein, aber ist okay. Hallo Keks. Ja, und dann seid ihr King mit hydroakustischer Suche. Kommt noch was? Danke, mein Freund. Danke, mein Freund. Das ist, that's it. Ja, jetzt aber. Jetzt konzentrieren wir uns besser. Also, Regel Nummer 1. Was Krado im Team, da kann nichts fehlen. Ha, stimmt. Ja, Krom und Krado. Nice. Nice. Dann schauen wir mal. Das stimmt. Russia hat ein Auge dafür. Mir fällt das Zeug gar nicht auf, ne? Flugzeugträger haben wir auch. Machen wir aus. Was wichtig ist bei jedem DD, gut, dass man das immer anmachen muss, Erkennbarkeit zur Luft. Wir warten mal kurz, weil die Niklas hier wahrscheinlich durch die Mitte prallern wird. Und das wäre schon praktisch für uns. Außen spottet die Gebart, das bedeutet, ich wäre jetzt nicht unbedingt gebraucht. Hättest du die 150er drin? Ah, da kommt sie, schau mal. Oh ja, Baby. Oh ja. Oh ja, wo schieße ich denn hin? Oh ja. Dieses Mal bin ich ein bisschen vorsichtiger. Aber nicht so vorsichtig. Wir nehmen uns den Smoke. Der Niklas. Den konkern wir schnell. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Machen wir doch nicht. Alter Verwalter, willst du mich verscheißern? Ich hoffe, der Königsfeld fällt nicht ein, hier die Hydro zu ziehen. Weil das braucht sie auch gleich nicht mehr. Die war ja komplett verrückt. Alter, was da abgeht, passt ja auf keine Kuhhaut mehr. Was der pralle Hans hier wird. Hätte ich getorbt vorhin, hätte ich hier gut Schaden machen können. Jetzt muss ich ihn mir zusammenmausern. Da ist ja alles verreckt jetzt. Zalala, dann drehen wir den mal entgegen. Coole Action-Show. Ich habe keine Ahnung, was das war, aber das war beim besten Willen keine Action. Wir nehmen natürlich den ganzen Schaden mit, der geht. Erster Brand gelöscht? Natürlich. Wir sind auf Stufe 6. Natürlich wird der erste Brand direkt gelöscht. Komm, nochmal Schaden. Ja, Flugzeug abgeschossen. 1600. Nein. Jetzt möchte ich eigentlich die Torpedos einsetzen. Auf die Agincourt.
Eigentlich soll's, genau, der die aufmachen hier. Dauerhaft. Let's go. Ich glaube, ich werde von zu vielen beschossen dann. Hoch weit vor. Hydroin 50. Fluffy Power! Kriege ich einen Torpedotreffer vielleicht? Ja, mit einer Flutung. Das ist schön. Zwei, das ist gut. Da freue ich mich drauf, natürlich. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Tut mir leid, voll konzentriert. Ja, Miami Nice. Dankeschön für deinen Sub. Ah, jetzt geht's zu. Jetzt muss ich weg hier. Ansonsten gehe ich gleich auf. Wollte eigentlich hier die Lage lösenieren, ein bisschen bespaßen noch, aber naja. Wir werden sehen. Ich finde, die Tarnung ruiniert die Harmonie etwas. War alles so schön im Einklang und dann in das Streifen muss, das sieht aus wie ein Tiger, dachte nur dicke Frauen tragen sowas als Legends. What the fuck? Was? Wie kommt man auf solche Sachen? Warum sollten dicke Frauen Leggings mit T-Shirt tragen? Ich habe jetzt ein bisschen Schiss vor der Lage Lesionär, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da kommt sie schon. Persönlich glaube ich nicht, dass sie um die Ecke kommt. Ja. Weil eigentlich ist sie dann tot, weil er sitzt die fette Warspite und nimmt den dann eigentlich raus. Braucht aber noch ein bisschen Damage. Johnny. Ich glaube, Krado und Uskrom. Der holt sich das hier, das ist gut. Heißt aufpassen, wir gehen auf 6-6 auf. Und da bin ich offen. Fährt das Ding jetzt rein oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Nee, dreht schon ab. Aber ich muss nah ran, weil wenn es wegfährt, ist immer schwierig. Die fahren alle weg. Das ist halt zum Kotzen. Ich brauche aber 40k, mein Freund. The answer, my friend, ist 40k und der Wind. Die Brand. Schieße übrigens absichtlich nicht auf die Aviere. Nein. Das ist intelligentes Farmen. Wir können das nicht mehr verlieren. Also, ich hoffe mal, wir können das nicht mehr verlieren. Und im Notfall kriege ich die Aviere noch, ne? Und vielleicht nimmt sie hier jemand ein bisschen raus. Also, ich will nicht, dass die Krado speziell raus nimmt, weil er Krado ist, aber das Schlachtschiff kann zurück. Oh, da ist ja gar nichts mehr hier. Ja, okay, ich kümmere mich dann um die Aviere. Aber zuerst farme ich ein kleines bisschen. Ah, weil... Ach, komm. Ich kümmere mich um die Aviere. Komm, Brand wäre halt geil. Die darf Krado jetzt nicht rausschießen. Nein, das war mein Krado. Ah.
Lügen方向から魚雷だと小賢しい真似を。 Gut, komm. Ja, jetzt gehen wir torpedieren. Was, wie gerade hat 5%? So viel hätte ich nicht gedacht. Vielleicht hat Schnitt von... Was? Den ich setze namens 5% Wertung. Ach so, wegen den 40k. Ja, genau, wegen den 40k. Ja, das ist... 40k in der Gärde sind... die besten 5%. Aber kommt natürlich immer davon, was... Irgendwas man Schaden macht. So, die wird jetzt wieder reindrehen, weil sie ja Schaden auf die Nürnberg machen will. Leute, wir begeben uns hier in diese Position. Dann schon frühzeitigen. Oder dreht sie wieder rein? Normalerweise drehen die rein. Immer wenn es Schaden gibt, dann kommen die wieder. Straight zur Nürnberg normalerweise. Die hat aber überhaupt keinen Bock, ne? Leider spottet für mich momentan nichts. Deswegen jetzt stirbt doch endlich! Hörst du jetzt auf, ja. Deswegen kann ich nicht in den Smoke gehen, den ich verdiene. Die wird doch nicht zurückfahren. Ja, die fährt zurück. Wir müssen uns gedulden. Ich hoffe, der Flugzeugträger schafft es da unten noch lange genug. Und wir können dann den zweiten Volley hier abgeben darauf. Die fahren echt zurück. Niemand will mit mir spielen, ja? Anpeiser. Das ist... Oh, schau mal. Da ist der. Deswegen hat der so einen weiten Anfahrtsweg, ne? Lächerlich. Das ist einfach lächerlich. Problem ist, ich bin genau, und das ist ein Fehler von mir, in der Einfahrtschneise vom Flugzeugträger. Wenn ich Pech habe, macht der mich jetzt auf. Oder die Fuße macht mich auf. Nein, der macht mich auf. Nein, nein, warten, Paiser. Ich bin heute alleine wegen. So kann man besser auf Fragen eingehen. Ja, das ist ja quasi hier das Mini-Tutorial für Anfänger für DDs. Nennen wir es so. Es werden sich immer Dinge gewünscht, bei denen ich eh nicht so gut bin, deswegen. Oh ja, das sieht gut aus. Ich wünschte mir, andere würde so hart und oft sterben, wie er mich am Berkel ignoriert. Was? Ich ignoriere dich nicht. Seid mir die Liebsten. Die Zweitliebsten. Die Liebsten wollen ja alle sein, ne? Ah, stimmt, ich mache ja mit Hai hier auch schon Zitas, weil ich ja einen Deutschen fahre und sonst mache ich nur Overpants. Schu, 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 schu. Ah, der eine Torpedowerfer war sogar komplett für den Arsch. Wird jetzt hart drehen. Und wir holen uns jetzt, ich hoffe mal noch die Fuso, wahrscheinlich nicht. Die wird uns eigentlich rausnehmen, aber es ist das letzte Schiff. Die dreht jetzt für eine volle HE-Salve.
Oh nein, sie hat AP drin, okay. Die streut halt wie Sau, ne? Tut mir ja schon fast ein bisschen leid. Das könnte unser Garant für 100k sein. Die hat halt ein 40er Deck, ne? Da hilft auch die 152, die 150er der Deutschen nix. Und das zeigt zu wenig. Der macht das nicht schlecht. Komm, nimm den einen. Ja, mag er nicht. Wir brauchen Brand- und Superstructure-Treffer. Wir wollen eigentlich hier oben treffen. Und jetzt slidet das Luder. Und wir sollten auch sliden. Komm, gib den einen Brand. Wir brauchen den Brand. Ja, jetzt. Der Brand ist da, aber jetzt haben sie durchgekehrt. Weiß, was es heißt. Ich beachte euch doch. Ich beachte euch doch. So ist es ja nicht. Da, schau. Crumb, Lob, spielt gut. Lob, spielt gut. Ja, und natürlich hier den Lückenbüßer in der Armen gebart, spielt auch gut. Diablo, vielen lieben Dank für deinen Raid und herzlich willkommen an deine Zuschauer. Na, schauen wir mal. Da wieder, Litschi wäre zwar da, aber Litschi ist sicher schon wieder gegangen. Diablo unterstrich 666. Chat. Und es funktioniert. Nein, AP-Error. Dankeschön. Ach, weil ich Diable geschrieben habe, weil ich ein Vollidiot bin. Deswegen. Mm-mm-mm. Hallo Diablo. Da. Nein, ein Mensch, der das. Ach, zack, 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 zack. Unterstrich. 666. Ja, es funktioniert. Dankeschön für deinen Raid. Es läuft. Also jetzt läuft's. Beim ersten Gefecht läuft meistens nicht. Da fehlt mir die Ruhe. Ich komme immer von der Arbeit nach Hause und dann booste ich voll rein, schiebe mal was zum Essen rein und dann geht's dran. Ich fand die Gäde einen der schönsten und der besten zu spielen in der deutschen Linie. Die werden tatsächlich, wenn sie höher werden, Chrissy, werden sie auch besser. Die Maas finde ich jetzt gar nicht so geil. Gerne Diablo. Vielen lieben Dank. Das ist das Mindeste, was ich machen kann. Aber wir verlosen jetzt auch was. In der Zeit, wo ich mir die Gäde noch einmal anschaue, dass ich dafür einen Kapitän drauf habe. So, wie immer starten wir mit einem CC-Container. So, Raute CCC oder Hashtag CCC für einen CC-Container, wie Atrofett hier schreibt. So, schauen wir uns die Maße an. Es ist schon ein bisschen her, wie ich die geskillt habe. Ne? Da habe ich auch nur einen Elfer-Kapitän. Ich bin die damals schon gleich gefahren, ne? Ja, ich würde die auch weiterhin so fahren, wenn man nur 10 Punkte hat. Sobald man dann 11 Punkte hat, würde ich gar nichts investieren. 12 auch nicht. 13 ist die Frage, ob man ein volles Rohr für minus 10% geben möchte. Oder lieber Adrenalinrausch. Der ist mir ein bisschen zu wenig. Und dann eher auf Reichweite gehen, dann später, da macht man eigentlich mehr. Auf den niederen Stufen, Experte der Überlebensfähigkeit im Random-Gefecht, lohnt sich fast nicht. Wenn man vorsichtig ist, da kann man mit Vorsicht besser arbeiten. Im Ranked, in den Clan-Gefechten, wird man das, wenn man da überhaupt eine Maß nimmt, wird man wahrscheinlich nicht, aber wenn doch, wird man das mitnehmen. Einfach für das Meer. Aber da hat man dann auch meistens einen besseren Kapitän. Aber wie gesagt, skillen könnt ihr die Dinge, wie ihr möchtet. Anna, willst du das auch für andere Klassen machen oder nur für IDs? Ja, ich würde das auch für alle Klassen machen. Also, Flugzeugträger wahrscheinlich nicht. Für Flugzeugträger und U-Boote fahren wir den Hass-Account hoch, ne, den kleinen. Das haltet ihr davon. Aber Schlachtschiffe, da habe ich noch für genügend Ahnung für Anfänger. Sagen wir so, damit ihr auf 50% Winrate und 1600er PR kommt, soll es reichen. Wenn ihr fleißig übt, dann auch. Also nicht wegen mir, sondern Übung macht den Meister. Das sind nur die Grundlagen. Aber es ist quasi dasselbe. Warum ich die Maß nicht so gern fahre wie die Gäre, ist klar. Wir haben höheres Concealment und können nichts dagegen machen. Das ist es. Dafür haben wir minimal mehr Reichweite mit dem Torpedo. Und wir haben bei der Artillerie 5x1 anstelle von 4x1. Ist meiner Meinung nach die 6,8 nicht wert. Wir müssen da noch vorsichtiger fahren. Allerdings haben wir auf Stufe 7... die allermeisten. Ah, hallo Kai. Ah, das geht schon, Kai. Wie gesagt, das Wichtigste ist, sich zurückhalten. Aber die Maas hat das Problem, wie viele andere auf der Stufe 7, sie haben schlechtes Concealment. Auch die Mähen hat schlechtes Concealment.
Manche haben weniger ein Problem damit, weil wenn sie aufgehen, dann hageln sie den gegnerischen DD voll und der ist dann tot. Haben wir hier leider nicht das Glück. Das ist das Problem. Und so gut wie die Japaner sind wir dann auch nicht beim Kun Siemens. Ich möchte mal Live-Fahrstunden bei dir haben. Ja, vielleicht, wenn wir alle durch haben oder so, dann können wir das durchaus vielleicht auch mal. Ich will nichts versprechen. Wie schon gesagt, ich komme um 6:45, komme ich von der Arbeit nach Hause, dann esse ich schnell was. Enlin hat dann schon gekocht und dann bin ich so schnell wie möglich online. Das ist immer ein bisschen stressig bei mir. Das ist nicht der Schallknüppel, den ich meine, aber ja, Perkele, ist klar. Wie sind eigentlich die Deutschen einzuordnen? Eher Ballerbuden oder Torpedoschleicher? Oder ja, das ist die Frage, wie du sie skillst. Oh, wir haben 8er MM. Ja, konzentrieren wir uns kurz. Mehr in Shirazu gepaart. Ja, es ist okay. Wir haben kein Radarschiff mit dabei und wir haben Flugzeugträger. Flugzeugträger ist natürlich blöd für unser Spiel, aber wir haben Herrschaft. Ja. Ja. Ja, scheiße, ne? Ich werde mal zu D fahren zum Unterstützen. Die Fubuki hat gutes Concealment, vielleicht kann ich davon profitieren. Zu Beginn immer das anmachen. Ich kümmere mich gleich um, ja, wie sie einzuordnen sind. Die Deutschen sind Allrounder. Die Leute können nichts besonders gut, aber sie sind halt auch nicht schlecht. Je höher man kommt, der Vorteil ist die Hydro, habe ich schon mal erwähnt. Wir haben dann, nein, nein, ich habe mich verrückt, geht links. Er hat dann 6 Kilometer Hydro, die Z52 und 6.1, glaube ich, geht es ja auf, oder 6.2. Da hat man wenig, wo man die feindlichen DD dann nicht aufkriegt. Hier auf Stufe 7 ist schlecht, 4 Kilometer Hydro, 6,8 Aufdeckungsreichweite. Man muss sich zurückhalten, man kann gut torpedieren, der Reload ist 90 Sekunden, wird dann später noch effektiver. Und dann kommen wir auch auf 10 Kilometer, auf 10,5 sogar hoch mit den Torpedos. Da kann man dann besser arbeiten. Ah, und Flak immer aus zu Beginn, ist klar. Aber wir versuchen mit dem Ding hier mal unauffälliger, aber supporten zu fahren. Wir sind nicht der DD, der als erster drin ist im Cap mit der Maas. Mit der Z52 könnte man das dann vielleicht sogar je nach Cap forcieren, aber man muss es nicht. Meiner Meinung nach ist es einfacher, ein Cap zu recappen, als zuerst zu cappen. Weil zuerst zu cappen bedeutet meistens, dass man sehr schnell im Cap sein muss. Das bedeutet meistens, dass das eigene Team, wenn sie nicht von Anfang an direkt losgefahren sind, nicht da sind zum Supporten. Und dann hat man, ne, eine prozentuelle Chance, gegen welchen DD man dann antreten muss. Luck immer auf Space. Ja, ganz genau. Wer hat HyperX? HyperXXX oder X-HyperX, ne, wenn er mal wieder da ist. Shoutout. Er hat gesagt: Hey Prime, du Opfer. Mach, das hat er nicht gesagt, aber ich habe mich so gefühlt. Ne? Prime, du Opfer, mach Fluffy Power, die Anti-Air auf Leertaste. Brauchst du für sonst nichts. Fluffy Power. Dankeschön, Antigarde und Jack Beauregard. Dankeschön auch dir für deinen Follow. Herzlich willkommen. Dann, wir fahren jetzt rein, weil die Fubuki stößt auf keinen Widerstand und wir wollen die Punkte. Wir haben da eine Mayhem, die hat 9,2 Kilometer Torpedos. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die haben sehr viel Bums. Und dann schauen wir mal. Gesagt, die Aufdeckungsreichweite ist das Problem. Sieht so aus, als wären die tatsächlich schön aufgeteilt gefahren. Und macht das normalerweise wie bei jedem Schiff. Mal aufpassen. 2,3. Ja, der fliegt die Käsefeuer hier hinter mir an. Deswegen gehe ich auf. Dann holen wir uns hier auf jeden Fall die Points noch. Ah, jetzt dreht sie schon wieder weg. Ja, mehr eine Shell Arc, absolute Katastrophe. Die wir Torpedos geworfen haben. Aber schau mal, die kommt da rein. Die wird ja wieder zurückfahren, oder? Hat die Cherbourg Hydro? Ich denke. Das kann auch ganz schnell vorbei sein, tatsächlich. Du musst eigentlich abdrehen. Der ist das scheißegal, was die muss, ne? Die gibt Vollgas, das ist ja scheißegal. Torpedos auf Steuerbord.
Torpedos direkt voraus! Hätte lieber auf den ED geschossen, aber ich habe ein bisschen Angst, ne? Bei mir ist auf der Daumentaste. Habe ich vergessen? Nein, so nah. Dann drehen wir mal ab. Müssen noch mal nachschauen, Fluffy wie viel Schaden Power wir auf dem Ding machen müssen. Damit sich's gelohnt hat. Weißt du, dass er abdrehen muss? Ich glaube, er hat überhaupt keine Ahnung gehabt, was er machen muss. Das war ja absolute Katastrophe hier. Aber richtige Katastrophe. Die müssen wir bekämpfen. Die bringen Cash, die von der Harlem bringen gar nichts. Da wird man nicht mal aufgeklärt. Lohn die Torpedo. Hallo Magierkörper, guten Abend an alle. Hentai. Dankeschön für Hentai-Tee, dankeschön für deinen Follow. So, Reichweite ist immer noch beschissen, aber wir reden jetzt. Die kommen bei uns nicht mehr an. Sind die Werfer der Mähen wahrscheinlich. Aber wir fahren jetzt mal in die Mitte zu Gneisenau. Es könnte ein Low-Damage-Gefecht werden, tatsächlich. Aber gut, wir sind auch mit Tier. Ist trotzdem unangenehm. Low-Damage ist immer unangenehm. Ich glaube, ich muss jetzt sogar hier drauf schießen, damit ich noch ein bisschen was an vielleicht ein Feuer mache oder so, bevor die tot ist. Immerhin noch ein Tausender. Und dann cap ich das und gut ist. Oh, ich habe ihn sogar abgesnackt, da muss der Flugzeugträger nicht anfliegen. Unser Team hat die Führung übernommen. Mal schauen. Zuerst cappen und dann mal sehen, was passiert. Der Gegner ist leider nicht sonderlich gut, das ist ein Problem. Hinter sagt, die Deutschen spielen sich sehr angenehm und ihre Schlachtschiffe laden meiner Erfahrung nach schneller nach als andere. Aber ich bin erst bei der Bayer. Die Deutschen haben eine gute Turmdrehrate. Die haben nach den Russen die schnellste Turmdrehrate. Fluffy Power! Aber die haben auch kleinere Geschütze meist auf ihren Schiffen. Nasi, dankeschön für deinen Sub auf Stufe 1. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ja, sie haut immer rein, obwohl er nicht muss. Wie gesagt, es ist unnötig. Die Prime-Subs nehme ich natürlich gerne, aber ansonsten Wirtschaftskrise, behaltet euer Geld. Ich sage das zwar immer auf die eine oder andere Art und Weise, aber dennoch danke ich euch natürlich. Hallo Kistemann. So, wo war ich vorher? Ja, kann sehr schnell zu Ende sein, das Ding hier. Wobei, es hat einen Grund, es hat zwei Gründe, warum ich die Mayhem und die Gepard nicht verfolge, weil natürlich outgunnen die mich zu zweit, easy. Der Cap bringt auch was und ich würde sterben, aber ich hoffe tatsächlich auch, dass Mayhem und Gepard Colorado und Fubuki rausnehmen zum Beispiel, damit das Gefecht noch ein bisschen länger geht. Habe ich beim letzten Gefecht auch gesagt, wo ich Krado geopfert habe, damit ich noch mehr Schaden machen kann. Es hört sich schlimmer an, als es tatsächlich ist. Finde ich. Und es ist halt, es ist natürlich. Das muss so sein. Und für die 5% brauche ich 50k. Ja, das wird schwierig. Je nachdem, wo die Main. Ah, die Main ist weiter entfernt. Okay, das ist gut. Dann werde ich mal schauen, die Gepard. Ich muss aber näher ran und dann darf ich von der Harlem nicht getroffen werden. Warum spielt gerade niemand auf PlayStation und streamt? Was soll das bedeuten? Kann man denn auf PlayStation streamen? Ach, Legends meinst du wahrscheinlich, oder? Ich würde gern drehen, leider können wir immer noch nicht die. Ach, vergiss es. Es ist immer noch so eine Katastrophe.
würde halt gern torpediert. Aber kannst du halt vergessen. Unser Sieg ist in Sicht. Dann brauchst du ewig zum Rumdrehen und dann ewig wieder zum Zurückdrehen. Übrigens rechte Maustaste zum freien Umsehen hier und die bleiben schiffsgebunden dran. Wichtig ist, dass ihr den Winkel nicht zu überdehnen. Seht ihr ein bisschen mehr, wie ich gerade gehabt habe, und schon hast du das Problem, dass ihr nicht mehr mit allen schießen könnt. Der Winkel ist echt beschissen. Oh, da oben ist die Shokaku. Das ist natürlich eine Ansage. Maschinenboost aktiviert. Jetzt heißt es Vollgas. Nicht abdrehen, nicht abweichen. Wir gehen jetzt in den Volley. Wir nehmen theoretisch sogar Torpedos. Nur damit wir hinkommen. Wenn es sein muss. Ah, warte. Natürlich nehmen wir einen, das ist uns scheißegal. Wir müssen zum Flugzeugträger. Den weichen wir aus. Gib Stoff. Nein, wirklich nicht ausgewichen? Nein, er darf meinen Flugzeugträger zu schießen. Ihr dummen Stück. Das ist meiner. Das ist der Achter, der gehört mir. Wer darf ihr gierigen Schweinchen? Der Achter ist besser gepanzert, ne? Ah, warte. Ich Idiot. Kritisch beschädigt. Feueralarm. Ich hätte mich smoken können. Man muss auch mal einen CC opfern. Warum, Keks? Ah, nein, ich habe nur einen 10er Kapitän drauf, Lebi gesagt. Und Last Stand ist schon geskillt, keine Angst. Das ist schon geskillt. Egal, 4 oder 5, ach so. Fluffy Power! Ja, ich hätte ihn. Dankeschön, Eidog, für die 100 Bits, vielen lieben Dank. Das Geständnis musste festgehalten werden. Das war kein Dessert, also im Gefecht. Nein, aber Spaß beiseite. Ich hätte mich früher smoken sollen. Dann, nachdem ich die Torpedos abgeworfen habe, hätte ich smoken sollen. Dann wäre der Flugzeugträger zugegangen und die Torpedos hätten den Schaden gemacht. Nicht der Feind. Ah, der Feind ist in dem Fall unsere Schiffe gewesen. Das Team war leider zu schlecht. Wir haben nur 29.000 Schaden gemacht. Aber ist das der Durchschnitt? Schauen wir mal. Was ist der Durchschnitt bei der Maß? Uff. Da muss ich eins höher geben von den Stufen. Leberecht Maß. Ah, nein, bin ich zu weit. Der Durchschnitt ist 26.000. Ja, war ein unterdurchschnittliches Gefecht. Also besser als alle, aber 34.000 ist schadenstechnisch der Durchschnitt. Naja, wie gesagt, das Gefecht ging auch viel zu wenig lange. Kannst du mal schauen, was der Durchschnitt bei der Hindi ist? Ja, jeder kann das schauen. Geht einfach auf World of Warships, Stats and Numbers. Da ist es drauf. Also bei jedem Schiff ist dann gar nicht so wild. Jetzt schauen wir bei der Z23, die als nächstes kommt hier. Da ist der Durchschnitt 28.000. Die besten 50% fahren sie 37.000, 25% fahren sie 42.000 und die besten 5% haben 52.000 Schaden drauf. Da können wir schauen. Aber zuerst ziehen wir den CC-Container. Wir haben Kampfpudding, der gewonnen hat. Schauen wir mal, was bei der Hindenburg ist. Hinden. Aufmachen. Bei der Hindenburg ist der Durchschnitt 73.000. Aber wenn du super bist, dann fährst du sehr vorne um 25.000. Da, Kampfpudding, bitte melde dich. Das Geständnis. Da. Wie gesagt, war nur ein 10er Kapitän. Da habt ihr euren Last Stand drauf. Ist natürlich geskillt. Wie gesagt, wenn ich nur 10 Punkte habe, nehme ich das mit. Das ist doch rigged. Mein Perkele war mit Gewinnen an der Reihe. Du riggst ja doch. Nein, ich. Das ist
Ben hat tatsächlich Kampfpudding betrogen, wenn er denn da ist. Ne? Das ist Hallo Lundmann. Wenn er nicht da ist, dann hat Berkel immer noch eine Chance. So. Oh, ich habe 14er drauf. Oh ja, das wird dann interessant. Aber interessant ist eine. Dann haben wir 90 und 9,5. Wir haben 3x1 und 1x2, also wieder die 5. Wir haben 10,8. Das. Ich gehe natürlich den Standard mal runter. Aber das wäre mein Standard. Und jetzt ist natürlich die Frage. Wir haben. Ich hoffe mal, Doppelconcealment. Ist da schon drauf? Oh ja, ich habe die Sexy Z 23. Ja, Doppelconcealment, schnelles Anfahren. Ja, so will ich das fahren. Also einmal alles super und dann. Ja, einmal alles super machen wir. Und sich Kampfpudding nicht meldet, bis wir hier rein. Solange ich lebe, gewinnst du nicht mal einen Flummel. Nee, also da. Ich würde ja tatsächlich nicht auf Artillerie gehen. Einfach aus dem Grund, wir haben 6,2 Kilometer und wir haben immer noch nur 5 Kilometer Hydro. Ich würde tatsächlich eher die Torpedos bemühen. Aber das muss man nicht. Man kann auch auf Adrenalinrausch gehen. Da haben die Torpedos auch einen Nutzen. Bestenfalls 20%, dann seid ihr aber tot. Oh, hier ist er. Oh ja, da hat Kampfpudding es aber nochmal geschafft, würde ich mal sagen. Dadala. Der Arme. Perkele hat nicht gewonnen. Seht ihr, deswegen gehen wir nicht auf den letzten Drücker. Der Wonka wollte schon stressen sein. Wieder ist nicht da. 5 Sekunden nachdem. Ja? Und dann so läuft das. Bitteschön, Kampfpudding. So, ich gehe aber tatsächlich auf volles Rohr. Weil ich da immer 10% habe. Ich werde auf jeden Fall getroffen in den Deutschen. Aber vielleicht nicht zu Beginn. Zumindest jetzt, wenn ich nur einen 14er habe. Wenn ich einen 21er habe, könnte sich das ändern. Die mehr HP nehme ich auf Stufe 8 im Random nicht mit, weil ich da tatsächlich die Entscheidung habe, ob ich aufgehen möchte oder nicht. Und man ist nie der einzige DD. Und wenn ich der einzige DD bin, dann werde ich schauen. Und ansonsten werde ich einen DD unterstützen. Ich werde jetzt aber den geilen Flitzhobel hier, Barbarossa. Steel Red habe ich auch noch. Nice, ich weiß nicht was. Wie stehst du zu RPF im DD? Finde ich gar nicht unpraktisch. Kommt halt auf den DD drauf an. Ne? Man kann es auf der Shimakaze mitnehmen, um in die richtige Richtung zu torpen. Oder ist das Ding hässlich? Also der rote Flitzer. Okay, ich dachte schon. Die könnte ich auch drauf. Die könnte, weißt du was, die machen wir drauf. Das ist die gesunkene, ne? Vom Meeresgrund. Die ist gut. Da gehören wir auch hin. Hallo Knirch. Man kann RPF auf verschiedene DDs drauf machen. Aber sagen wir so, ich würde RPF nicht auf einen GAN-DD draufpacken. Zumindest nicht auf denen, mit denen ich wirklich viel Schaden machen möchte, weil RPF macht halt keinen Schaden. Das ist es. RPF mache ich da drauf, wo ich alles, was Schaden macht, schon benutzt habe. Das ist Radio, Positioning, irgend sowas. Ne? Von daher, also es zeigt dir an, in welchen Quadranten der nahest gelegene Feind ist. Problem mit den U-Booten ist, die werden nur angezeigt, wenn sie an der Oberfläche sind. Dann kann es, wird es ein bisschen kompliziert. Springt hin und wieder hin und her. Ist auch praktisch. Aber mir geht es am ehesten darum, wo ich Schaden machen kann. RPF zeigt dir aber, wo der Schaden herkommt. Kommt drauf an. Ein gegnerischer Support wird eigentlich nicht so das Problem sein. Ein gegnerischer DD, der wird sonst auch mal offen sein. Meistens sieht man die schon, weil Fehler gemacht werden. Und ansonsten habe ich ja immer noch was zum Wehren. DD-Begegnungsfall ist nicht immer schlimm. Also nicht in jedem DD. In manchen DD ist sogar sehr erwünscht. Und hier ist es eigentlich okay. Kommt drauf an, welcher DD? Akizuki, die werde ich nicht rauskriegen. Und jetzt bin ich natürlich der einzige DD. Wir haben einen Flugzeugträger mit dabei. Es ist ein 9er-Gefecht und es ist Wettrüsten. Ah, gerne Kampfpudding. Die Schlacht beginnt. So ein Scheiß. Können wir mal kurz damit noch mal einfach so aus dem Contents. Wie stehst du zu Anaplax beim Sex? Ah ja, Olga. Das ist Geschmackssache, würde ich mal behaupten. Also, ich habe es noch nie probiert. Von daher, ich glaube, das macht nur Spaß, wenn es Doppelpenetration ist. Also bei Frauen. Kann es mir bei Männern nicht vorstellen.
dass das toll sein würde. Aber Gehör, Prostata-Massagen sollen sehr toll sein. Ja, nicht für mich, Schatz. Meine Freundin so, what the fuck, ne? Aber manche Leute stehen drauf. Wir gehen wahrscheinlich alle für dieses Cap. Das war kacke, weil da ist noch eine Seattle. Das würde mir tatsächlich nicht gefallen. Wir haben hier höheren Schaden und wir haben hier den Reload. Maschinenboost aktiviert. Der hat 9 Kilometer Radar. Die will hier auf jeden Fall rein, ne, man sieht's. Da ist noch die Chapayev, ne, das kannst du vergessen. Ich krieg das nicht, außer ich sterbe. Nebelwerfer gestartet. Kritischer Maschinenschaden. Feueralarm. Katastrophe. Torpedos auf Steuerbord. Torpedos auf Steuerbord. Maschinenboost deaktiviert. Ich muss mir unbedingt was holen. Der Kizuki hat nicht mehr viel, das kann sich aber ändern. Der Gegner, der wäre auch ganz kurz offen. Ja, der wäre schon lange offen, aber wie gesagt, war gerade leicht beschäftigt hier mit nicht verrecken. Ist als einziger DD mit einem Flugzeugträger, ist es mega blöd hier. Momentan finde ich einen Vorteil zur Akizuki, weil sie ein bisschen weniger Trefferpunkte hat. Aber die haben halt schon mehr, die macht mehr Schaden. Und ich muss mir unbedingt das Ding holen. Das Regenerationsding hier. Ja, das Problem ist, ich als DD muss zuerst mal die Dinger holen, die Caps. Die bringen erstens Punkte, zweitens sehr, sehr wichtig fürs Team. Als einer ist, wie gesagt, ist richtig arschig. Den DD mit Hyra pushen und vom Team killen lassen. Ja, ein Flugzeugträger da. Es ist eine Chapayev hier in der Nähe, seht ihr, und eine Tashkent, so die, eine Tashkent, eine Seattle. Das ist 11 Kilometer Radar und es ist 9 Kilometer Radar. Das ist das sichere Ende jetzt. Wenn ich das direkt gemacht hätte, ist tot. Komm herauf. Ach, dahinter. Die dreht einfach nicht ab, ne? Die will unbedingt den. Die will unbedingt Nebelwerfer gestartet.
Ich kriege ihn nicht. Ich nehme den jetzt unbedingt mit, dass dieses Drecksding hier. Aber ich kann nicht rein. Also meine Torpedos müssen jetzt zerlegen, bevor es reinfährt. Ansonsten ist es gearscht. Komm, töte es, bevor es berührt. Ja, nice. Gegnerisches Schlachtschiff zerstört. Ja, das Chappie-Radar ist gerade durch, ja? 9 Kilometer. Ja, aber das machst du nicht als einziger DD. Da, als einziger DD machst du nicht, machst du auf keinen Fall. Wäre riskant gewesen, aber hätte klappen können. Machst du auf keinen Fall. Maschinenboost aktiviert. Haben wir nicht getroffen, ne? Komm. Ja, das wollte ich. Das ist Gold jetzt. Das ist richtig gut. Das ist jetzt easy. Das ist easy going. Ah, jetzt kommt wieder die Bobeda. Genau das ist das, was ich meine. Setz mir einen Flieger hier. Torpedos voraus. Problem ist, mein Smoke ist zu. Mein Smoke ist nicht ready. Und der kommt hier und deckt mich auf. Während ich den blöden DD nicht aufdecken kann. Da haben wir ihn. Da. Gegnerischer Zerstörer gesunken. Ja, wir wollen am Leben bleiben, als einziger DD, weil jetzt haben die keinen DD mehr und wir haben den Vorteil. Ich schieße das jetzt auch nicht ab, das hat keinen Sinn. Bringt keine Punkte. Von der Ubuki wollen wir uns nicht erwischen lassen, das wäre Katastrophe. Die Frage ist, zu Richelieu und riskieren. Ja, wir können das probieren. Richelieu wird hier unten durchfahren. Wir fahren hier hoch und holen uns diesen Punkt. Das bringt uns mehr Schaden. Und torpedieren dann hier gleich hinter die Insel. Weil Richelieu wird mit Sicherheit hier reindüsen. Frage ich, ob ich ihn nehmen soll, damit sie hier reindüst. Oder ob sie abbremst. Ne? Normalerweise gibt es keinen Feind hier für sie. Sie will eigentlich nach vorne kommen. Eigentlich müsste sie jetzt soweit sein. Ah, jetzt geht sie auf, das ist gut, ja. Das Problem ist, sie könnte abbremsen, weil sie die Sinop hier sieht, die hier fährt. Also eigentlich müsste sie abbremsen. Sieht aber momentan noch nicht danach aus. Bedeutet, die müsste eigentlich gut Torpedos fressen. Das, was nicht reicht, nehmen wir dann weg. Kann ja, dass wir den Flugzeuger nicht erwischen. Oh no! Nein, jetzt hat sie schon Bart erledigt. Ah. Ja, schade. Aber wir sind jetzt bei den besten 10%. Ja? Ja, jetzt weiß er aber auch, dass du da bist, weil der Cap weg ist. Ja, der weiß auch, dass ich da bin, weil... Ja gut, eigentlich kann das andere, kann das Kipper quasi blockieren. Aber man hat gesehen, die fährt voll durch. Und die hätte es auch nicht mehr geschafft zum Abbremsen. Gott sei Dank. Wie gesagt, die wenigsten Spieler achten darauf. Ich hätte jetzt tatsächlich warten können hier. Hätte das Cap nicht nehmen müssen, dass der recht Keks, weil es nicht wichtig gewesen ist. Es gibt kaum mehr Feind hier, dementsprechend. Aber wir robben das auch. Das bringt nochmal richtig Punkte, auch für mich. Gut ist, weil wir durchgecapped haben. Und das bevor das Spiel jetzt zu Ende ist, sehr gut. Und das war's. Unser Sieg ist in Sicht. Das ist durch. Hätte wahrscheinlich, wäre schwierig gewesen, wenn ich dann zu Beginn gleich draufgegangen bin. Ist natürlich blöd, mein Team hat sich leicht committed, um mich zu unterstützen, was sehr wichtig ist fürs Team. Hat aber dann gut zurückgezogen, als sie gesehen haben, dass ich zurück drehen muss.
Den Torpedoangriff verpasst. Mir leid. Stimmt, viele meinen, die Minimum-Fähre nur um Inseln von oben zu sehen. Ja, leider. Also deswegen auch ein heißer Tipp. Plus, plus, plus. Macht die Minimap groß. Macht sie ein bisschen durchsichtig. Also transparent, damit ihr, wenn ihr einen kleinen Bildschirm habt, dahinter auch noch was seht. Peripheres sehen und so. Wenn ihr einen großen Bildschirm habt, könnt ihr sie auch massiv lassen. Gibt meiner Meinung nach aber kaum einen Grund, das so zu lassen, weil der Unterschied ist groß genug hier. Du bist sehr optimistisch, was die Kombinationsgabe des typischen Forschungsspiels angeht, sagt Stockenstolz zum Keks. Ja, wie gesagt, hat nicht ganz unrecht. Und jetzt haben wir im Stufe 8er, im Stufe 9er bei Arms Race. Es waren nicht extrem geil viele Punkte mit 55.000, aber ich finde, es war ein solides Gefecht. Solide, nicht gut, solide. Ja, hat eine solide Platzierung ergeben. Keine gute. Aber wie gesagt, es ist nicht immer einfach, ganz oben zu stehen. Aber das muss man auch nicht. Mit 55.000 sind wir über dem Durchschnitt. Das sind wir bei, was war da die besten 5%? Da haben wir Z23. Oh. Wie gesagt, es ist nicht wichtig, wie viel Schaden ihr macht. Wenn ihr alles DD-Schaden macht, ja, die besten 5% sind bei 52.000. Ja, aber die PR ist halt wichtig. Also es nützt halt auch nichts, wenn ihr fahrt wie hin zum Kunst und nicht den richtigen Schaden macht. Schauen wir mal kurz. F11, Zagadi und Zagadi. Ja, schauen wir mal. War das generell für die Wertung ein gutes Gefecht? Da haben wir die Leberecht Maß, die Z23. Anscheinend sind wir super Unikum gefahren. Liegt keine Ahnung woran. Sicherheit am Schaden, an den Abschüssen und an den Objectives, kann ich mir vorstellen. Ansonsten, aber wird belohnt. Der Sieg wird belohnt. Immerhin. Ist ja auch schön. Ist ja auch schön. Sonst, die Gäde, zwei Gefechte, Leberecht Maß. Das darf euch nicht blenden lassen. Das wird natürlich gewertet aufgrund der, wie gut die anderen Spieler mit den Dingern auch sind. Ne? Also wenn der Durchschnittsschaden hoch ist dann, und ihr wenig Schaden macht, dann habt ihr ein Problem und dann wird es auch nicht gut gewertet. Die deutschen Schiffe sind aber meistens schlecht gefahren und deswegen ist es da auch so, dass ihr leicht gut seid. Man soll sein Licht nicht immer unter den Scheffel stellen. Nein, aber das ist ja halt leider so, weil da echt schlechte Durchschnittsschäden gefahren werden mit den Deutschen. Interpretiert das System so, dass sie zu schwierig sind zu fahren und Dämonen auch schwierig zu fahren sind. Deswegen, wenn du sie normal fährst, dann bekommst du quasi schon die PR hinterhergeschmissen. Jetzt schauen wir nochmal rein, weil ich natürlich auch hier bleiben hätte können. Da schauen wir mal, ich bin die nur 6-mal gefahren mit Z44. Eine PR von 947, also gar nicht gut. Schau euch das an. Besten 5% fahren sie auf 65.000. Schaden. Und alle 36.000. Ihr seht, was das für ein krasser Unterschied ist. Das ist ein krasser Unterschied. Und da ich sie nur 6-mal gefahren bin, ne, bin sie nicht gut gefahren. Das ist alles, was schon lange her ist, bin ich nicht gut. Das ist ein Premium? Das ist ein Premium. Die wollen wir doch gar nicht. Moment. Z44 ist der Premium. Ist dann das Z46. Wow. Eins darunter. Dann nehmen wir die. Haben wir da eine Zahl ändern und schon haben wir es. Und schon sieht die Welt anders aus. Da habe ich 72% Winrate, 22 Gefechte und einen Wert von 2000. Seht ihr, was ich meine? Absolut Katastrophe. Die 37.000 overall. Ich bin zufrieden, wenn ich sie 50% fahre. 25% ist immer das Ziel. Und natürlich, alles darüber ist Bomba. Das sind super Gefechte dann. Aber wie gesagt, es zählt. Der Blick auf die Stats, weil der Winrich bei WT vielleicht mehr das Spielen. Ja, nein, Magierkörper, du nicht vergleiche mit anderen Leuten. Vergleiche es mit deiner Leistung und der Leistungssteigerung. Das ist wichtig. Es geht nur darum, um zu schauen, wie gut die anderen damit sind, um vielleicht um zu sehen, ob man ein schlechtes Gefecht gehabt hat oder ob es ein gutes Gefecht war und so weiter. What the fuck, da ist ja ein Mega-Bonus. Darauf gehst du runter. Bist du verrückt? Psch.
Genau, den Heal-Buff gibt es für alle Schiffe tatsächlich. Oh nein, bei Arms Race, das ist überall so. Also bei Arms Race für alle Schiffe, wenn der Buff geholt wird, dann ist es egal. Oh, ich habe die auf Torpedo Reload, ja, nice. Wollte ich tatsächlich. Ich finde nämlich die Hauptartillerie gar nicht gut bei der 3x2er her. Die wird kaum besser über die Stufen, aber die Torpedos werden besser. Nämlich immer mit der Reichweite. Und wir haben ein kleines bisschen mehr von Stufe 6 auf Stufe 9 an Schaden, 14,4. Und die Nachladezeit wird dann natürlich auch besser, vor allem wenn wir minus 10% noch skillen können. Ich beginne mal mit dem Standard hier und hier nehme ich auf jeden Fall das volle Rohr mit. Da. Meister. Ich finde, das ist die vom Schaden her beste Variante. Immer. Also wenn ich nur 13 Punkte habe. Danach ist halt die Frage, möchte man mehr Wassereinbruch verursachen? Gibt es auch eine Seite, die zeigt, wie viel Spaß du im Vergleich zu anderen Spielern gehabt hast? Denn was nützt der schönste Schaden, wenn man alle 5 Minuten die Faust durch den Monitor schlagen möchte? Nein, aber die weißt du doch selbst, oder? Ob du Spaß gehabt hast oder nicht. Du kannst eine Strichliste führen, wenn du vergesslich bist. Mein Indikator für, ob ich Spaß habe oder nicht, ist meistens, ob ich das Spiel noch spiele. Tatsächlich. Wenn ich keinen Spaß mehr habe, dann spiele ich das Spiel irgendwann gar nicht mehr. Müssen wir noch ein Äußeres reinpacken, das nicht aussieht wie hergeschissen. Oh ja, das ist gut. Katastrophe. Da, Camo. Wie gesagt, das geht jetzt nur, damit Anfänger ein Gespür dafür bekommen, ob das Gefecht gut war oder nicht. Hallo Fischi. Es ist nämlich, manche Leute, die beginnen, die denken sich, oh, ich habe 14.000 Schaden gemacht, das ist ja mega gut, das ist ja viel mehr, als ich letztens erst gemacht habe. Und dabei sind 14.000 Schaden nur halb so viel, wie man hätte machen müssen, damit man durchschnittlich fährt, als Beispiel. Es geht tatsächlich nur um die Relation. Es ist wie wenn du mit einem Trabi fährst und glaubst, 60 km/h sind schnell, weil du vorher nur Fahrrad gefahren bist. Weißt du nicht, wie schnell ein Porsche fährt, zum Beispiel. Oder ein Maserati und so weiter und so fort. Ein Supercar. Wenn wir es auf die Spitze treiben wollen, bei 4 Rädern dann mit 350 Sachen. Dafür sind die Stats da. Sie sollen nicht dazu da sein, auch unglücklich zu machen. Das ist irrelevant. Man kommt eh nie aus seiner Haut. Aber man kann immer das Beste geben. Das ist es. Raute Camo für einen Camo-Container, der keine Camo-Container mehr ist. Heute habe ich ein bisschen eine schäbige Kaffeetasse. Da ist noch das Pulver drin, weil meine ist leider in der Hülle. Aber wenn man vorsichtig ist, dann setzt sich das Pulver unten ab. Und dann kann man einen Hufeisen reinstecken und das steht dann. Da. Wird ziemlich voll geworden hier. Oh, wir sind das erste Mal Top-Tier. Das ist nie ein gutes Zeichen. Das bedeutet immer, ich denke mir, ja, ich bin der König der Welt. Baltimore, Donskoye, Amalfi. Okay. Legen wir los. Andere Switch-Millionen haben ihn übrigens den eben erwähnten Ferrari besorgt. Ah, das stimmt nicht. Für die Twitch-Millionen habe ich mir das Chalet in der Schweiz gekauft. Für die YouTube-Millionen habe ich mir den Ferrari geholt. Hallo Jonas. Ich habe leider keinen Spaß mehr im World of Warships, was sehr schade ist. Das ist sehr schade, vor allem da ich weiß, dass du sehr masochistisch veranlagt bist und noch World of Tanks spielst. Das ist kurios. Aber so ist es halt, ne? Auch wenn man viel. Kein Problem, heiliger Saufbruder. Ich blicke da auch teilweise nicht mehr durch. Wenn man viel Zeit investiert in ein Spiel, dann fällt es einem meistens besonders schwer, damit aufzuhören, obwohl man schon länger keinen Spaß mehr hat. Es kann natürlich am Spiel liegen. Ich sollte der Ehrlichkeit halber hinzufügen, dass es sich um einen Lego Ferrari handelt, der trotzdem schneller als ein Trabant ist. Das stimmt allerdings, ja. Mein Chalet in der Schweiz ist aus Kobi. Wie viele Zuschauer reichst du so durchschnittlich und allgemein? Ich habe tatsächlich keine Ahnung, Lumpmond. Also 146?
Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das mit den Millionen ist ein Joke. Ne? Nur dass du weißt, Lindmann, keine Angst. Moment mal. Udo Leuke, der Kase Schulz. Ich glaube, wir können es schnell riskieren, hier an die Insel zu fahren und das zumindest zu cappen. Udalei wollte ja von der Seite rein. Was ist dann hier reingefahren? Das soll die Kase sein, die hier reingefahren ist? Wirklich? Oh, wir werden sehen. Mal schauen. Viel zu wenige andere Tipps sind echt gut und würden viel helfen. Ach so, na, es, viele Leute geben gute Tipps. Ne? Könnt ihr immer Fragen stellen bei allen Leuten. Das ist dann halb so wild, sage ich immer. Bekommt ihr mit Sicherheit auch gute Tipps. Flak aus, Kämpferkeit zur Luft ein, Einsatz der hydrakustischen Suche ein. Ich werde jetzt mal schauen, wo der Vogel hier sitzt. Mal schauen, was es hier ist. Er sitzt ganz am Rand. Also hier in diesem, wahrscheinlich hier hinter der Insel. Ich möchte dann aber auch nicht wissen, was es ist. Weil ich warte dann ja die Torpedos und werde die Poltava torpedieren, wenn sie weiter nach vorne kommt. Das ist ja mein Frühwarnsystem. Oh, wir können zählen. Wenn es 8 sind, ist es ne. Oh ja, das ist die Akatsuki. Das kann durchaus die Akatsuki sein. So, Akatsuki. Ach, Radar. Die Baltimore kommt. Das ist ein langes Radar. Das ist ekelhaft. Da dürfen wir jetzt nicht rausfahren. Problem ist, die kommt auch drüber, oder? Nee. Feueralarm! Kommt sie drüber? Leicht, dann sind wir am Arsch. Problem gelöst. Schon wieder ein Brand. Ach, leck mich da. Feueralarm! Und auf die Post. Maschinenboost aktiviert. So können wir nicht kämpfen. Das ist Katastrophe. Da ist einfach zu viel und innen ist zu wenig. Das ist richtig scheiße für uns. Man kann die Fragen aber auch direkt im Spielzeug stellen. Ich frage zum Beispiel, how do I move forward? Das ist immer gut, ne? Press S. Und die Online und Star sitzen. Wer ist der Beta? Ist schon eine Weile. Ja, wie gesagt, es kommen ein paar gute Spiele zusammen mit der Zeit. Und man kann nicht immer bei einem bleiben. Aber wo ich vorher war, ist meistens ist tatsächlich so, dass nicht die Spiele an und für sich schuld sind, sondern es ist die Art und Weise, wie man sie spielt. Fehlende Begleitung zum Beispiel. Der Scheiß ist, dass die nicht mit nach vorne gefahren sind. Das ist ärgerlich. Also die da drüben, der Feind, dass die nicht mit nicht nach vorne gefahren sind. Mach mich auf. Irgendwas macht mich auf. Ach, die Schulz. Nebelwerfer gestartet. Die Schulz, die muss da irgendwo sein. Maschinenboost deaktiviert. Ja, Bitch. Die wird mir jetzt richtig auf den Sack gehen. Es wird beim besten Willen kein gutes Gefecht. Oh, nice. Der war super sexy, Buffalo. Kann ich mich mit anfreunden? Schulz da. Könntest du mir bitte einen Elefanten leihen? Mein Geld im Keller muss auch wieder zusammengepresst werden. Nein. Elefanten werden nicht verliehen.
Laut der Brüsseler Elefantenkonvention sind Elefanten kein Objekt mehr. Ich weiß, hört sich ein bisschen harsch an, ist aber tatsächlich so. Mit EVE Online hat sich, oh Gott, wirklich, jetzt sind alle verrückt, hat sich Jonas hier tatsächlich ein bisschen was aufgehalst, der viel Zeit kostet. Jetzt geht's rund hier, jetzt wird mir die Schulz direkt reinfahren, ich muss sofort abdrehen hier. Die kommt jetzt mit Sicherheit hier hoch, zum Glück ist sie langsam, die Frage ist, wer ist schneller, ich oder die Schulz? 13.000 ist absolutes Katastrophengefecht gleich. Was machen die zwei hier? Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Keine Ahnung, was die machen. Ich hoffe, meine Torpedos laufen soweit. Bitte, bitte. Ich will gar nicht hinschauen, dass sie im letzten Moment aufhören. 1, 2, 3, 4, komm. Ja. 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 Ja, 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 ist gut, das ist besser. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Ich glaube, man bekommt immer dieselben Antworten. Und die sind nicht schön. Hallo Keule. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir? Aber es wird nichts helfen. Wir werden gegen die Schulz kämpfen schlussendlich. Gefecht hat 155 Punkte noch über. Wir sind dann schlussendlich Geschichte. Versuche mich noch einmal in die Range hier zu Beginn geben, um die Gneiselau zu torpedieren. Vielleicht auch die Shimakaze dazu, die Kitakaze da reinzukriegen. Und dann kann ich gunnen, wenn ich möchte. Oder wahrscheinlich werde ich das müssen. Weil, naja, ansonsten die hier hinter die Insel fahren. Und dann bin ich Geschichte. Also, ne, das Gefecht ist durch. Dann sehe ich nichts mehr. Alles ist kacke. Er fragt auch, hey Prime, warum gannst du jetzt, wo du auf die getorbt hast? Ich habe eine nach vorne geworfen, sodass sie, wenn sie weiterfährt, den nimmt und einen nach hinten geworfen. Der Rest liegt tatsächlich bei Wargaming, ob sie Bock haben, meinen Abwurf zu supporten oder sie sagen, fuck you Prime. Nein. Aber es ging. Ein bisschen Schiss. Ja, ganz genau. Torpedos, achte aus! Maschinenboost aktiviert. Kann ich torpen? Ich weiß, dass ich da reinfahre. Ich würde gern torpen. Ich würde gern torpen und habe es nicht geschafft zu torpen da. Ja, von der anderen Seite kommt die Kitakaze und die Gneisenau. Das bedeutet, ich wäre eh rausgegangen. Ich wollte unbedingt torpen. Ich habe umgeschalten, ich habe links geklickt und das Scheißspiel wollte mich ums Verrecken nicht torpen lassen. Fuck you, Server. Ob ich die 30 Sekunden jetzt hier drin sitzen bleibe oder nicht, hat keine Rolle gespielt. Fluffy Power. Bei dem Nebel. Die waren einfach rangefahren. Jack Porriger, dankeschön. Gute Tipps für Anfänger wie mich, ich habe schon einiges gelernt, jetzt geht's ans Umsetzen. Gerne Jack, komm einfach rein, das nächste Mal wieder, wenn du Lust hast. Jack, schönen Abend wünsche ich dir. Hallo Onkel Bob, dankeschön für deinen Sub auf Stufe 1. Also willkommen heute. Ja, das Problem war, das Gefecht war zu schnell vorbei. Auf unserer Seite kam echt viel, aber jetzt habe ich mir die Mausgeschwindigkeit verstellt, weil ich die ganze Zeit geklickt habe. Ja, ich weiß, wenn die Maus zu schnell ist, kann man auch nicht mehr spielen, Schatz. Weißt du, Enlin sitzt im Hintergrund und judged, richtet über mich, weil ihre Mausgeschwindigkeit ist... Es ist...
Da müsste ich ja, ne, auf Speed sein, um da noch was zu treffen. Das ist ja absolut lächerlich. Das geht in World of Warships nicht, Schatz. Da muss man zielen und sowas. Das ist, naja. Wie gesagt, unser Team wurde überrannt. Leider. Leider. Aber den Kammercode gewonnen hat. Blockilo. Herzlichen Glückwunsch. So, dann kommen wir jetzt zur Z52. Ist einer der stärksten Zerstörer auf der Stufe. Die Z46 ist nicht schlecht. Hier kommen wir allerdings zum Bonus des längeren oder der höheren Reichweite für die hydroakustische Suche. Das ist wichtig. Oh, da ist Blockido. Schau mal. Flüstern. Zack. Dann. Bitte schön, Blockilo. Da, also, da habe ich mal die Z52 mit RPF. Das hat aber mit Sicherheit seine Gründe. Gerne, Blockilo. Dann habe ich noch zwei Punkte. Wie gesagt, normalerweise skill ich die Dinger für mehr Schaden. Bin jetzt nicht unbedingt dafür, dass wir den hier so belassen. Aber wir können es mal machen. Damit ihr all jene, die es noch nicht gesehen haben, RPF seht. Wie gesagt, ist ja ein Stream für Anfänger, deswegen hoffe ich, dass die meisten Anfänger hier drin sind. Normalerweise gehe ich mehr auf Schaden, weil mehr Schaden bringt halt immer mehr. Klingt jetzt blöd, aber es ist halt tatsächlich so. Mehr Schaden ist besser als weniger Schaden. Längere hydroakustische Suche oder Motorboost-Modifikation ist fast Geschmackssache, aber weil die hydroakustische Suche bei der DS speziell ist, gehe ich immer dahin, wo ich mehr Value bekomme. Ich möchte, dass sie ähnlich so lange ist wie im Smoke oder noch länger, wäre idealer. Hier sind wir bei 144, der Smoke ist kurz mit 77, ne? Müsste ich also nicht haben, aber ist praktisch. Im Smoke stehen und dann rausfahren. Wenn ich rüber zu Judge Enlin schalten, die spielt bestimmt Stray. Nein, leider nicht, Jonas. Enlin ist immer nur hart am Judgen, aber tut selbst nie streamen, damit sie gejudged werden kann. Die Sau, ganz genau. Endin sagt sie ja von der Couchkante aus. Da sieht's aus. Ich würde ja sagen, sie soll morgen, während ich offline Hearts of Iron spiele, soll sie Stray streamen. Aber ich weiß nicht, als ich das letztens Fluffy Power. vorgeschlagen habe, hat sie einfach gesagt: Fick dich. Fick dich, Prime. Da sieht's aus. Zitat Ende. Blockilo, danke schön für deinen Sub mit Prime. Schatz, du kannst das morgen im Stray Stream richtig stellen, wenn du möchtest. Nicht hier. Enlin streamte doch Stardew Valley. Ja, hat sie auch gemacht mal. Aber Enlin hat so ihre Probleme mit zeitlichen Gepflogenheiten. Also sie kann nicht sagen, dass sie immer am Mittwoch da ist, zum Beispiel. Ne? Deswegen, das will sie nicht. Das ist ja zu anstrengend. Deswegen kommt das leider nicht. Ich würde ja gerne mit Enlin am Freitagabend oder so was spielen oder am Samstag. Lass dir nichts gefallen, Enlin. Du müsst auf meiner Seite sein. Seid gefälligst auf meiner Seite. Es ist, ich weiß nicht. Ich dachte doch, ihr seid meine Community. Enlin soll sich selbst eine aufbauen. Ich warte ja nur darauf, dass sie sagt, weißt du was, André, ich zeig's dir. Ich kann das schon viel länger, viel besser als du. Dann zieht sie richtig durch. Ich habe nämlich ein lustiges Spiel gesehen, Schatz. Das heißt, Gott, wie heißt dieses komische Spiel, wo man ganz klein ist? Wo man gegen Ameisen kämpft? Ja, wo man im Garten ist, Schatz. Ist das nichts für uns? Weil ich glaube, das ist jetzt aus dem Early Access. Das hat jetzt hier viel an Content. Und dann können wir Nagi noch dazu. Grounded, ganz genau. Grounded. Nein, nicht Ehewadenbeißer. Und es kommt keine Pfanne von hinten. Ich warte auf die schwungvolle Pfanne, die von hinten kommt, wenn er weiter so lästert. Nee, nix da. Nee, das Ding ist, eigentlich wollten wir ja Nightingale spielen. Das wäre in den Early Access in den Oktober gekommen. Allerdings wurde das verschoben. Oh, schauen wir mal. Shimakaze. Wollen wir zwei Shimakaze? Oder wollen wir drüben nichts Shimakaze kaufen? Und es kommt keine Pfanne. Aber Grounded. Schatz, was hältst du von Grounded?
Schatz, Stray ist ein Singleplayer. Es ist, du solltest Stray spielen und wenn du streamen würdest, dann könnte ich auch zusehen. Alle können zusehen. Aber das ist nichts für gemeinsam spielen da. Macht das Schaden? Nee, natürlich nicht. Aber wir sind nicht offen gewesen, das ist schon mal gut. Selem, Moskva, Nevsky. Und wir haben Wusta, Minotaur, Moskva, Moskva. Was für ein geiles Game. Das wird ja richtig geil hier zum Captain. Haaland, headed schon straight rein hier. Uff. Das wird ja richtig kacke. Oh, warte, kann der Wusta, kann ich einen Smoke ziehen? Was hältst du davon, Wusta? Nebelwerfer gestartet. Das ist halt Support. Das wird mich jetzt sehr viel Leben kosten wahrscheinlich. Nebelwand gelegt. Problem ist tatsächlich das Radar hier. Auch die Torpedos. Habe ich ein bisschen Angst. Na, da kommt das Radar der Nevsky. Da drüben ist die Haaland. Counter-Radar. Torpedos, achte aus! Torpedos auf Steuerbord! Torpedos auf Steuerbord! Sehr gut, unsere Shimakaze kappt durch. Oder auch nicht, ne? Die waren schon offen. Aber wir gönnen uns den Shimakaze-Smoke und cappen hier B. Minecraft. Ah, Minecraft. Das ist mir zu kompliziert. Und ich will nicht sagen, dass mich die Grafik stört, aber doch die Grafik stört mich ein kleines bisschen, muss ich auch ehrlich sagen. Ist Smallland eigentlich schon im Early Access? Das war doch auch so ein Multiplayer-Ding, wo man gegen Insekten kämpft. Ja, das ist Grounded, Stockensprutz. Das ist Grounded. Aber Smallland klingt natürlich auch mega cute. Also... Die sind halt knapp nicht drin. Jetzt sind sie drin. Ah, ich liebe 6 Kilometer Hydro. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Wäre halt geil, wenn das Ding rausgehen würde, ne? Das war wichtig. Torpedos auf Steuerbord. Ach, jetzt sitzt das Affending hier hinter der Rinse. Oh nein, es fährt hier hin. Ach, ich will nicht so lange um einen Cap kämpfen, das kostet so viel Schaden. Nein, ich meine ein anderes Spiel als Grounded. Das Ding heißt wirklich Smallland. Wirklich? Okay. Sehr gut, so. Ich glaube, bei... mal schauen.
Weiß nicht, was unser CV macht. Aber wir werden uns jetzt zur Daring bewegen. Ist jetzt auch nicht das Geilste, was wir machen können, aber... Nein, 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 Wuster, warte, warte, warte. Ach. Das klappt so nicht, Wuster. Ah, da ist ein Radar. Wie gesagt, ist jetzt nicht das beste Anti-Air, das beste Anti-Air-Schiff hier. Aber wenn wir schon offen sind, dann können wir auch feuern. Feuern lassen, Entschuldigung. Eigentlich müsste ich zubleiben jetzt. Alles ist außerhalb der Reichweite, außer die Daring ist da. Die Daring schon da? Nein? Die Halland macht mich noch auf. Und die Golden Löw, die zu war. Es wird jetzt ein schwieriges Ding. Wobei, warte, da ist die. Abbremsen bei Flugzeugträger. Und wir geben wieder Vollgas. Ich muss nur ein bisschen besser zielen, dann mit dabei noch. Die Boost rein. Sehr gut. Maschinenboost aktiviert. Nebelwerfer gestartet. Echt, Moment, kurz rausfahren, weil das geht nur 8,4 Kilometer. Natürlich. Das ist halt so typisch gutes RNG zu schlechtem RNG. Er bekommt alles. Wir lassen die Daring reinbüßen zu uns. Problem ist eher die Moskwa hier. Es ist zu viel. Das ist eigentlich das große Problem. Es ist einfach zu viel. Ah, jetzt ist schon da. Torpedos auf Backbord. Ist abgedreht. Blaues Luder. Torpedos auf Backbord. Seven Days to Die ist ziemlich gut. Ja, das Problem ist, Seven Days to Die ist seit immer in der Alpha. Ich habe nichts dagegen. Ich spiele ja selbst Star Citizen. Ne? Da darf man nicht so große Ansprüche haben, das ist klar. Aber Seven Days to Die ist halt echt lange in der Alpha. Ich habe keinen Farm. Wir haben zwei Caps, aber ich habe keinen Farm. Das ist das Problem. Close. Ich habe keinen Spot hier auf der Karte zum Farmen. Ich spotte mir selbst. Das ist immer ein bisschen tragisch. Jetzt dreht er ein. Dann wird er keinen Torpedo mitnehmen. Vielleicht einen, wenn ich Glück habe. Keinen natürlich. Weil er Flugzeugträgerin anfliegt, ne? Weißt du Bescheid? Dankeschön, Immelmann. P-Navy-Flugzeugträger. Der hätte gut Torpedos mitgenommen, aber ne. Jetzt geht er auf die Gearing, weil die Gearing aufgeht und so macht. Fahren wir hier ab. Und HP drin, immerhin. Wir haben ihn nur vorne getroffen, das ist das Problem. Da. Kannst du nach dem Game bitte kurz den Kapitän sagen? Ist ein reiner 13er Kapitän, ist tatsächlich nichts Großartiges. Wie gesagt, ich kann nicht farmen. Ich muss mal kurz aufpassen, wo die Richthofen hingefahren ist. Vielleicht kann ich die Richthofen abfangen.
Scheinwerfer gestartet. Also, der scheiß Flugzeugträger. Kann ja nicht einfach mal woanders hinfliegen. Er muss dieses Ziel angreifen, dass wir alle bekämpfen können. Ist schön für ihn. Aber gut, dieses Mal fährt sie einen Kurs. Da muss ich doch einen Torpedo treffen können. Komm. Wahrscheinlich wird sie... Nein, der ist zu schnell. Die ist einfach zu fast. Der hinterste hier. Komm, gib ihm. Gib ihm. Schnell. Flieg und Sieg. Ja, ja, ja. Dankeschön. Der CV ist so ein Debuff. Ja, man schaut halt auf die Karte, ne, und versucht, so gut wie es geht, den Feind vorherzuahnen, was er denn machen will. Und dann kommt der Flugzeugträger her und versaut es einem. Das ist das Problem. Weil der Flugzeugträger denkt natürlich auch, ja, Digga, da ist ein Feind, lass doch mal hinjodeln. Geil, geil, geil. Aber das Problem ist dabei, wir können das nicht alle machen. Und der Flugzeugträger denkt sich halt einmal bei dem, hey, lass dem doch die Torpedospur versauen. Oh, und dann mache ich es bei dem auch und beim anderen auch, während wir hier einfach ewig lang anfahren müssen. Ne? Das ist es. Wir müssen ewig lang anfahren, um was zu machen. Mit 12,1 Kilometer Reichweite, da bist du halt nicht so der geile Ficker, der mal die Richthofen beschießt, dann die Seele, dann oben zur Halland fährt und so weiter. Das ist nicht drin. Da musst du mal 3 Minuten anfahren, um 60 Sekunden schießen zu können. Meine kommen immer nur angenudelt um ein Target, dass man selbst hat 3 Minuten beballert abzuräumen, sobald es low ist. Ist auch gerne. Ja, ja. Am besten so eine Roosevelt mit kompletten Torpedofächer auf dem 600-Trefferpunkte-Schiff. Habe ich auch schon gesehen. Shit happens. Ja, das jetzt nur noch... Reste zusammenkehren. Wir müssen uns beeilen und dann schauen wir mit auf 12 Kilometer. Es sind nur die 128, das bedeutet, wir sollten eigentlich, also mit den 150ern würden wir pennen. Hier sollten wir eigentlich auch pennen in der Breitseite, ansonsten nehmen wir dann die Haie, aber das Ding ist zu kurz, ne? Ja, 2 Nicht-Durchschläge, 2 Durchschläge. Ja, also ein 50-50. Mehr Schaden mit, besser mit Haie. Was ist los hinter den Kreuzern und Schlachtschiffen? Hinter den Kreuzern und Schlachtschiffen. Was ist. Wir haben hier oben gerade. Warst du nicht da? Wir haben hier oben gerade die Harlem. Nein, die Golden Löw bekämpft erfolgreich. Die hier hochgefahren ist. Das war okay. Und zack. Und rechte Seite, damit wir noch ein paar Punkte bekommen. Wir haben 12.000 Flugzeugschaden. Das ist okay. Spielst du die Z-52 rein auf Guns? Nein, tatsächlich spiele ich die auf Torpedo Reload. Die Guns sind eigentlich nur Zubrot. Aber wie gesagt, du musst halt hin und wieder musst du auch schießen, wenn du eigentlich nicht schießen willst, um noch Schaden zu machen. Das ist es halt. Ja, schau mal, die Monty... Unser Sieg ist in Moskau versus Montana. Flugzeugträger ist natürlich wieder drauf, ne? Dann dreht das Ding raus. Ist natürlich Gold. Dankeschön, Flugzeugträger. Gefecht endet in 5 Minuten. Es ist schwierig. Mit Flugzeugträger ist schwierig, dem ist es auch scheißegal. Die hat jetzt aber gelöscht. Wenn ich hier einen Permabrand kriegen würde, das wäre super. Und dann hole ich mir den Flieger. Ja, natürlich habe ich auf dem Fliegerträger einen, ach, Abdala, ich muss hier rein. Gegen die Richthofen sollte man nicht unbedingt brawlen. Feueralarm!
Jetzt kommt er schon an. Die scheiß Immelmann. Verpiss dich. Schau dir die Drecks Immelmann an. Wie ekelhaft dieser Spieler ist. Also für ihn ist es sicher super, aber es ist halt mega ekelhaft. Ah, komm. Mega ekelhaft. Ja, ein Target, dass der Lois schnell wegsnipen. Ganz genau. Wie gesagt, mit Sicherheit super gespielt für ihn. Oh mein Gott, da ist ein Target, was Lois schnell hin und töten. Was hat er? Zuerst versaut er einen den Torpedoabwurf auf die Monty, die auf jeden Fall reingeballert wäre. Und dann finisht sie er nicht mal, sondern muss unbedingt noch den Flugzeugträger her. Boah, das hat richtig ekelhaft. Uff. Tut mir leid. Aber ja. Und man kämpft hier halt als Einzel-DD, kämpft und schaut, dass man weiterkommt. Ja, da ist aber Wargaming schuld. Die ZFAs bekommen tatsächlich wieder mehr XP für den Kill als für den Schaden. Ja, natürlich. Natürlich ist es. Natürlich ist es so. Ja. Wargaming, ist immer leid, wenn ich das sagen muss für Wargaming. Aber Wargaming, entweder wollen sie die Ökonomie nicht so balancen, dass Team Lead nicht gespielt wird, oder sie verstehen das Spiel einfach nicht, dass sie es hinkriegen, dass Team Lead nicht gespielt wird. Und sie verfehlen auch Raute Kamokai. Immer mit Raute vorne dran, damit es von den normalen Wörtern unterschieden wird. Oder sie verstehen den Unterschied nicht, ja, wie man es hinkriegen könnte. Ich habe keine Ahnung. Ich persönlich, wie gesagt, da ist ja keine Information vom Wargaming. Ich persönlich bin der Meinung, dass Wargaming nicht daran interessiert ist, die Ökonomie so zu balancen, dass teamdienlich gespielt wird. Ansonsten würden sie das erstens machen, zumindest in Etappen. Und sie würden die Leute wissen lassen, was sie sich erwarten, damit die Leute mehr Punkte bekommen, mehr Credits und mehr XP, sodass sie quasi dahingehend quasi konditioniert werden, wie kleine Hunde, ja? Pavlovsche Hund mit der Glocke, und dann gibt es Essen und dann wird gesabbert. Oder aber, was die, ich glaube, eher wahrscheinliche Variante ist, Wargaming optimiert die Ökonomie darauf hin, dass man mehr Geld verdient. Ja. Würde ich auch machen. Aber halt nicht so auffällig. So. Blockillo. Achso, wir ziehen einfach noch einen Kamo-Code. Scheiß drauf. Gewonnen hat Old Schröder. Herzlichen Glückwunsch. So, lala. Nun denn, jetzt sind wir eigentlich die Reihe durchgefahren. Wir können jetzt noch ein, zwei machen, wenn ihr wollt. Die Frage ist, von welcher Stufe wollt ihr noch ein bisschen mehr sehen? Der Kapitän wollte sie hier sehen. Wie gesagt, ich fahre sie tatsächlich hier auf Torpedo Reload. Die Guns sind okay. Man kann sie auch auf Kanonen fahren, zum Farmen. Man kann tatsächlich die Z-52 am ehesten auf Kanonen fahren, weil man 6 Kilometer Hydro hat und dadurch dann nicht unterlegen ist im Infight. Man könnte es noch die Premiums fahren. Das Problem ist, die Premiums fallen aus der Reihe. Und eigentlich möchte ich hier die nicht alle, aber ein paar fahren aus der Reihe. Oh, da ist Schröder, sehr gut. Die sind nicht allen zugänglich. Bitte schön, Old Schröder. Die sind nicht allen zugänglich und sind auch nicht alle zu haben. Ne? Deswegen, wenn ich in der Reihe bleibe. Ja, Kai sagt, schau dir durch die Verbesserung bei den Flugzeugträgern, dann bist du der U-Boot-Abwehr. Wenn das so weitergeht, fliegst du nur noch. Aber die U-Boot-Abwehr ist ja automatisch. Das ist es ja. Die fahren dann ja auch automatisch hin. Bin etwas später gekommen. Stufe 8 wäre cool. Stufe 5 ist tatsächlich ein bisschen out of... Stufe 5, da ist man so schnell durch. Tatsächlich. Dann würde ich tatsächlich eher nochmal Stufe 8 vorschlagen. Das Ding ist allerdings, es fahren sich, ab Stufe 8 fahren sich die Dinger alle relativ gleich. Bis auf Stufe 10 mit dem besseren Hydro, dass man mehr Möglichkeiten hat. Fahr doch die Elving-Reihe noch durch. Ja, das werde ich nicht mehr schaffen. Der widme ich dann einen eigenen Tag, wenn ihr das wollt. Die Z44 ist echt stark. Ja. Da kommt man in einen guten Bereich von Torpedo-Reichweite und Reload, weil man dann den ab Stufe 9 den Torpedo-Reload anmachen kann. Hier sind wir dann immer noch bei 81 Sekunden. Theoretisch die Z44 hat hier mit den... wer ist sie denn? Achso. Auch, ja. Hier die minus 15% hat die Z46 auch.
Aber wie schon erwähnt, die Torpedos hier 12 Kilometer, 13.765 Sekunden Nachladezeit, 67 Knoten, die Artillerie hier. Das ist ein DD, der nicht mehr allen Leuten zugänglich ist. Da fehlt halt die Hydro komplett. Das ist das problematisch, wie ich finde. Also ist quasi nicht der Spielstil, den wir haben. Wer braucht schon Hydro? Ja, doch, es hat schon seinen Grund hier. Geil wäre, wenn die Z23 auch schon 5 Kilometer hätte. Warte mal, wie viel hat sie? Sie hat 5. Wenn sie 5,5 hätte. Ja, wäre eine 5,5 Kilometer hat sie. Weil meistens, aber eigentlich müsste man ab Stufe 8 6 Kilometer bekommen. Das wäre geil. Problem ist tatsächlich, es gibt Begegnungsfälle, die sind sehr ungeil. Und das ist, wenn du als Z23 gegen eine Z44 kommst und gegen eine Z52. Weil du bist unterlegen in Hydro. Und in Trefferpunkten. Und in Torpedo-Nachladezeit. Und in Torpedo-Reichweite. Also quasi überall. Vor allem im Begegnungsfall hast du dann den Nachteil, weil du wirst sterben. Außer der Gegner schießt richtig schlecht. Und Hydro ist praktisch, weil dieses Schiff im Smoke auch farmen kann mit Hydro. Wann machen wir meine persönliche Fahrstunde? Wie gesagt, mal schauen, ob ich sowas mache. Ich mache das ja eigentlich. Habe es bisher noch nie gemacht. Ich habe schon hunderte Stunden im Spiel. Weil persönliche Fahrstunde, da müsste man tatsächlich im selben Schiff sitzen. Oder ich müsste den Fahrstil direkt kommentieren. Aber das hilft halt auch nichts. Das ist anders als beim Autofahren. Wir haben das schon mal versucht in Klanggefechten mit genauem Ansagen, aber das geht nicht, weil man kann nicht auf sich und den Kollegen hier achten. Und das Problem ist, man kann einem nur sagen, wohin er fahren kann, aber nicht, wie er dahin kommt. Meistens ist es halt so, okay, man sieht die Karte, man schaut ins Gegnerteam, gut, wir haben die Adriatico, wollen nicht gerusht werden, ist sehr schnell, Akizuki, sind wir unterlegen, was die Feuerpower betrifft. Liskavica, mit der können wir es aufnehmen, mit der Öland können wir es aufnehmen, wenn sie keine Unterstützung bekommt. Wir haben Schörborg und Schumfon, ist okay, kein Radar ist drin, die Schumfon darf nicht zu nah dran sein, sondern dann entkommen wir noch, dann ist gut. Und so weiter. Und dann schaut man, wie man das macht. Flugzeugträger scoutet hier. Aber ich möchte hier zum Beispiel nicht in ein 1 versus 1 mit den bestehenden DDs. Ich möchte lieber mit Unterstützung hier gewinnen, wenn das geht. Warum? Nicht, dass ich Angst habe, dass ich die nicht rauskriege. Aber es könnte dann doch sein, vielleicht sterbe ich, weil der Feind bessere Unterstützung hat, leichter oder besser trifft. Und was vor allem noch wichtig ist, wir haben Flugzeugträger im Spiel. Die Kaga, wenn die beginnt zu jagen, dann hat man ein Problem. Und dann ist man raus, wenn man nicht aufpasst, wenn man nur noch wenig Trefferpunkte hat. Wenn man mehr Trefferpunkte hat und gut ausweicht, dann wird sie müde und es wird ihr Fahrt und sie wird nichts, wird einen nicht jagen. Zumindest hoffe ich das. Jetzt habe ich ein Problem, weil es ist nicht viel da, was mich supportet hier. Und mir geht es auch um Schaden. Es nützt mir kein Spiel, wenn ich 1 versus 1 trade. Das Bestmögliche, was man machen kann, ist 2 versus 1, 3 versus 1 zu traden oder hohen Schaden zu machen und höher zu traden. Wir haben hier 4 DDs, aber in manchen Gefechten haben wir weniger und dann ist das Team auf uns angewiesen. Schauen wir mal. Deswegen versucht immer so lange wie möglich eben Team zu bleiben. Zu Beginn seid ihr nicht so wichtig, weil wir genügend Schiffe haben. Aber dann am Ende, wenn die Schiffe immer weniger werden, dann kommt es auf jedes Schiff an, das noch übrig ist. Traurigerweise. So, Akizuki hat 6.0. Ich spare mir Hydro und Smoke. Chumfon steht hier an der Ecke. Oh nein, sie ist nach vorne gefahren. Ich hoffe, die wird gefokust. Öland und die Lightning. Das ist gut, die Lightning kann vielleicht sogar die Akizuki aufmachen, bevor sie mich aufdeckt. Deswegen schauen wir mal. Das ist eine gute Doppelkombination hier. Wie gesagt, ich werde mich dann smoken, wobei wird die Lightning auch machen müssen. Müssen wir schauen. Deswegen schieße ich jetzt noch nicht auf die Ölands, weil die Friesland macht das gut, die ist überlegen. Die langsamen Türme sind echt nicht ein Spielgrund. Ja, das stimmt dann, Titus. Deswegen habe ich die minus 15% drin. Wo fährt die jetzt hier auf? Nicht aufgefahren. Hat es gerade noch geschafft, oder? Ja, zumindest ist sie zu und ist dahinter aufgefahren. Ah, so ein
Naja. Ja, wir sehen, da sind die Akizuki-Torpedos. Gut. Das ist ein Zähnegefecht mit... Habe ich Hindenburg gelesen, aber es ist nicht Brandenburg. Ich glaube, wir fahren Richtung Brandenburg und die Wami. Wir warten mal kurz die Torps ab und dann drehen wir. Nehmen wir hin. Ich glaube, die Lightning hat ein ähnliches Ziel, was ich gar nicht so feiern würde tatsächlich. Die Führung übernommen. Ja, vorsichtshalber torpedieren wir jetzt schon 9,5. Sie müssen reinfahren, das ist klar. Ich hoffe, sie beschleunigen und sind dann hier bei mir. 1:10 zum Abfangen. Ja, mal schauen. Weh, du stoppst meine Torps. Ah, Brandenburg beschleunigt, aber ist zu schnell. Ist zu schnell. Die drehen halt alle, ne? Ich habe mal 2 Salben raus, die sollte gerade im Reload sein. Yakizuki ist noch hier, das weiß ich schon. Aber die sollte eigentlich nicht auf mich schießen, ich habe im 32mm Bereich hinten getroffen, oder was? Das ist natürlich nice von dir. Hin und wieder dauern die sehr, sehr lang. Einmal leistet ja Katsuki das Lurer. Torpedos voraus! Das ist keine gute Pose. Ist nicht auf. Ich hätte gern. Die Wami kommt oben zurück. Die Frage ist, wo kommt die blöde Akizuki? Da, jetzt ab die Post. Torpedos auf Steuerbord! Maschinenboost aktiviert. Ich sage, wir brauchen Torpedoschaden, aber die dreht schon wieder raus. Er ist ein verfahrenes Gefecht. Eigentlich müssen wir noch einen Cap holen gehen. Wird aber nur nach unten fahren, sobald die Akizuki raus ist. Das ist das Problem. Die könnte aber hier in der Nähe sein, weil die einen Kurs fährt. Jetzt wird sie wissen, wo meine Torpedos sind. Ah, die ist aber zu weit drüben dafür. Hm. Wir müssen jetzt ein bisschen Schaden anbringen. Das heißt, ich werde mich hier mal smoken und eigentlich soll, sobald die Ruprecht um die Ecke kommt, die Iwami immer offen sein. Und dann holen wir uns die Iwami am Ruprecht um die Ecke. Nebelwerfer gestartet. Wir müssen natürlich aufpassen, die hat hier auch fette Torpedowerfer. Das ist ein bisschen kritisch. Deswegen gibt es hier Hydra, vor allem auch wenn die Akizuki kommt. Hätte gern einen Brand zuerst. Warum ich nicht auf voll getorbt habe, weil ihr seht ja eh, die dreht sofort wieder hoch. Oder hat es geahnt, dass du werfen willst? Puh, ja, ne? Die ist halt schlau und dreht immer ein bisschen zurück. Oh ja, sie schießt gleich nochmal, das ist natürlich praktisch. Maschinenboost deaktiviert.
Komm ich auch mal einen Brand? Wie gesagt, mein Brand RNG ist echt beschissen. Torpedos voraus. Oh, das ist Katastrophe jetzt. Auf Steuerbord! Ab die Post! Ja, Smoke! Oh, das ist das Beste, was du machen kannst. Danke. Oh, jetzt ist er gefangen in seiner eigenen Scheiß-Hydro. Wäre hier nicht Stuff, dann würde ich jetzt ranfahren und ihn rausgannen. Close enough. Aber wir kämpfen halt immer noch um diese Karte. Gegen zwei DDs komme ich nicht an, die hat sich gewastet hier. Wie gesagt, es ist too much. Die müssen ein bisschen mehr fokussen. Ansonsten wird das nichts. Sivami immer noch lebt, ist richtiger Fluch hier. Shurbar, Colorado, Shirazu helfen. Haben noch drei Smokes, die muss ich auch noch versuchen sinnvoll einzusetzen. Aber mit den DDs hier vorne, das ist ein großes Problem. Wenn zu viele DDs sind, die man nicht rauskriegt. Erstens keine Chance gegen zwei DDs hier. Zweitens, Spotting-Vorteil, ja, ist nicht gegeben mit den deutschen DDs, also zu 90% nicht. Also gegen Russen natürlich, oder gegen die anderen deutschen DDs, wenn die nicht Doppel-Concealment geskillt sind und so weiter und so fort. Aber der Großteil der DDs hat einfach besseres Concealment. Hier die Italiener gehören zu den Nicht-Nicht. Und das Problem ist einfach, wenn die DDs vor den Schlachtern sind, dann hat man keine Chance mit den Torpedos. Und wir wollen ja torpedieren hier. Wir sind ja quasi darauf angewiesen, dass wir torpedieren. Und, na, leck mich am Arsch. Um eine Sekunde hier. Da komm, lass mal fokussen hier. Ja. Die Hydro ist einfach Long Range. Nebelwand gelegt. Das wird uns einmal was kosten, weil er gleich wieder kann. Weil jetzt alles auf uns schießt, wir bewegen uns aber im Smoke. Zeigen so wenig wie möglich. Komm, stirb jetzt, der ist raus. Keine Salve mehr? Nice, das war schlecht gemacht mit der Rüdra. Aber wir haben ihn zumindest gekriegt, Shirazu hat gut gemacht. Und jetzt kann ich nicht mehr die hier fahren. Jetzt stirb doch endlich! Hast noch zwei Smokes? Ja. Wir haben noch zwei Smokes, aber die Roma hat nicht mehr viel. Die Shirazu wird nicht scouten, weil die sitzt dann auch lieber im Smoke. Obwohl es andersrum eigentlich besser wäre, wenn sie Torpedos wirft und ich schieße. Wir können es auch andersrum machen. Sie schießt und ich werfe Torpedos. Das ist auch kein Problem. Ist halt nicht so effektiv, weil die Torpedos der Shirazu machen mehr Schaden. Oh ja, jetzt machen wir noch ein bisschen was. Ah, wir haben Hydro. Das ist gut, jetzt warte. Ich schieß nicht. Aber ich schieß doch, weil eigentlich müsste ich zubleiben. Also, der Flugzeugträger kommt angeschissen. Old but gold. Smoken 40. Ah, die Brandenburg lebt immer noch. Ja. Ich möchte mich jetzt nicht in eine prekäre Situation bringen.
Oder doch? Dann zeigen wir nicht 4, dankeschön. Nebelwerfer gestartet. Nur nicht drauf gehen jetzt. Feueralarm. Nein. Und jetzt wirft mir... Nein, er fängt mir das ab. Er fängt es mir voll ab. Ah, ich wollte den reinkommen lassen, um dann noch drauf zu schießen, während ich den Flugzeugträger ausdorfe. Und jetzt fängt mir der dreckige Brandenburg den Flugzeugträger ab. Es war ein Fehler, ne? Eigentlich sollte nichts passieren, wenn ich das hier mache, aber es war ein Fehler. Komm, triff da hinten noch den Flugzeugträger. Ja, es ist noch möglich. Nein. Wie gut findest du die zum U-Boot jagen auf einer Skala von 1 bis 2? Yes, sagt er. In 5 Minuten. Dann Lura. U-Boot jagen mit der Z23. Das ist wie ein Kacke-Schnitzel. Also auf der Skala ist Kacke-Schnitzel. Das ist... Ich möchte mit der lieber ungestört sein. Sie hat hydroakustische Suche, was angenehm ist, weil dann kann ich sie auf super tolle 2 Kilometer aufmachen, wenn der Super getaucht ist. Sie ist super nützlich, weil ich drücke gerne G für mein Leben. Und dementsprechend, ja, ist auf jeden Fall eine Wahl. Er ist einfach komplett für den Arsch. Also, Upo de Jagen im DD. Katastrophe. Wenn dir niemand die Dinger offen hält, ne? Also mit CV ist okay, weil der kann dann darüber schweben, dann muss er tauchen. Und ja, das ist eine ungute Variante, aber immerhin, wenn er taucht, dann verbraucht er Sauerstoff. Und irgendwann muss er an der Oberfläche bleiben. Oh, die Roma hat gemacht. Nice. Get out of my game. Der war geil, oder? Von der. Der war wirklich gut. Dann zu Ehren der Roma gibt es einen Karma-Code mit Raute Roma. Das ist geil. Ja, wir hätten tatsächlich noch ein bisschen mehr abstauben können, wenn ich jetzt nicht verreckt wäre. Ich hätte den V-Schwebe doch nicht über ein U-Boot in der Zeit kann ich Damage machen. Ja, ja, das ist klar. Das ist ja auch verständlich. Das Ding ist aber, du kannst einen Jäger darüber lassen und dann muss es untertauchen, wenn es nicht beschossen werden will. Natürlich nur einen Jäger darüber lassen, wenn die Möglichkeit besteht, dass jemand drauf schießt und dann hinbingen. Die Leute machen das dann auch meistens und schicken... Flugzeug, also Bomben hin, also ASW, Anti-Submarine Warfare Dinger, weil sie alle das U-Boot hassen. Das ist das einzig Gute tatsächlich. Ja, 57.000, da sind wir over average, ich glaube ein gutes Stück. War nicht das beste Gefecht, aber ich glaube, wir haben unter Umständen das Beste gemacht, bis auf den Fehler am Ende. Wie schon erwähnt, wenn man sagt, eigentlich sollte da jetzt nichts passieren, dann passiert meistens was. Das meistens ist hier mein Problem. Ja gut, Wonka, man hat halt... Was soll ich dir sagen? Die Spieler spielen, wie die Spieler spielen. Mal hast du Glück, mal hast du Pech. Und meistens hast du halt Leute, die mit einem Finger im Arsch sind und mit der anderen in der Nase. Und dann kannst du halt nicht zielen und schießen. Aber davon darf man halt nicht immer ausgehen, weil ansonsten darf man gar nichts machen. So ist es halt. Das ist eine Kraken-Tarnung hier. Lustig aus. King of the Sea-Tarnung. Nice. Cool. Cool. Ah, der Ted. Ja. Naja. Die Rogue. Hat die rausgenommen? Die Roma, oh, come on. Die hat ja auch keinen Kraken. Ah, doch, die wollte den Kraken haben. Ja, die North Carolina wird wahrscheinlich jetzt rausgehen. Ne? Hat Yakizuki schon den doppelten Spread? Nein. Die weicht aber gut auf. Neues. Meistens bin ich safe, wenn ich eine Frau vor der Nacht abschleppe und ich Kondom benutze. Trotzdem lasse ich mich alle 2 Monate testen. Tipp von Shark. Sehr gut. Ne? Das ist immer ein guter Tipp. Tipps von Sharky sollten beachtet werden. Dann schauen wir.
Ja, stabiles Ergebnis. Nicht super, aber stabil. Ich glaube, da werdet ihr die meiste Zeit hinkommen. Müssen wir das kontrollieren bei den Gefechten, wie das hier stationär was gesehen hat. Das ist der heutige Tag mit den deutschen DDs. Da sind wir die Z23 gefahren. Das sind zwei Gefechte, deswegen kann man es schwierig jetzt sagen. Aber wir sind mit gutem Durchschnittsschaden, mit guter PR und einer schönen Siegerade sind wir belohnt worden. Hallo Borusse. Quatsch, Murphys gesetzt. Hallihallo. Ja, also ihr seht, die Leber recht maß, da haben wir ein bisschen geschwächelt, weil der Durchschnittsschaden schwach ist. Naja. Ja, ich glaube, wenn ihr immer über 50.000 macht, dann ist das bei den deutschen DDs. Sagt Wargaming, ist okay. Oder sagt Stationamas, ist okay. Ob ihr damit zufrieden seid, ist was anderes. Hast du für eine getreue Lebensabschnittspartnerin schon Slim Ranger 2 vorbestellt? Das ist so niedlich, habe ich mir sagen lassen müssen. Nee, wir bestellen keine Spiele vor. Ellen ist lieber auf der Couch am Abend und ihr seht, ich bin quasi immer hier bei euch. Immer hier bei euch. Ah, geh weg hier. Kann man das wegmachen? Ah, jetzt ist es weg. So, was wollen wir jetzt nochmal fahren? Wir haben noch Zeit für ein Gefecht. Stufe 7 ist nicht geil. Die Z44 lief bisher am besten. Meistens ist dann, wenn man sagt, was wollt ihr noch, dann ist Z46 lief am besten. Was für eine geile Tarnung auf der Z23. Ich habe eine geilere. Das hier ist die gesunken Tarnung, die Untergangstarnung. Die T61. Ja, aber die zählt eigentlich nicht zur Branch. Aber ich glaube, die haben alle. Da können wir mal schauen. Das ist eine lustige Tarnung. Das ist eine geschenkte hässliche Tarnung und das ist mein Favorit. Und hallo Tom. Ja, okay. Dann fahren wir die T61. Es ist einer, der aus der Reihe fällt, ist aber ein sehr guter Zerstörer tatsächlich auf der Stufe, weil, ja, 8 Kilometer Torpedos und wir haben Hydro. Geil. Und da sagt einer, Hydro ist gar nicht geil, Prime. Hydro ist voll kacke. Die 61 ist aber tatsächlich einer der besten Zerstörer auf der Stufe. Muss man einfach sagen. Concealment 6.1, oder? 6.1. Leider geil. Bis Ziel, ähnlich bis gleich. Super Torpedo Reload. Vorteil, guter Vorteil. Ah, jetzt ist nicht mehr viel Kaffee hier. Wie gesagt, Grounded. Ich glaube, Grounded ist ein Spiel für Ellen und mich. Ellen hat mega Angst vor Spinnen. Deswegen... Ich habe keine Angst vor Spinnen, Schatz. Ellen behauptet das immer, aber das stimmt nicht. Da will sie ihre eigene Arachnophobie eine Aversion gegen Silberfische, Schatz, und gegen Tausendfüßler. In Grounded schon, Schatz. In Grounded sieht man die oft. ich wollte schon sagen, ein reines Stufe 6 Gefecht. Mitnichten. Oh, schau mal, wie ruhig ich heute bin. Wie gewählt ich mich ausdrücke. Das ist, beruhige mich selbst. Ich besänftige mich selbst. Dann schauen wir mal, wie schnell man draufgehen kann. Wir haben 2 U-Boote, super sexy. Hätte nur noch 2 Flugzeugträger. Super sexy, so ist es. Ah, vor allem lacht mich aus. Warum lachst du mich aus? Na, ich gehe darauf jetzt nicht ein. Das ist blöd. So, konzentrieren wir uns aufs Gefecht. 50k in der T61, das wäre geil. Da würde ich mich freuen. Wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Wird nicht passieren. Aber wer weiß. Wir haben nur eine Icarus im Gegnerteam. Wird das U-Boot wohl auch cappen müssen. New Orleans, Dallas, Legolas, New York. Das liegt daran, weil ich so müde bin. Und weil es so heiß ist. Es ist immer noch ekelhaft heiß hier. Die Icarus müsste 6 Kilometer haben, ne?
Das größte Problem, das ich immer habe, oder einer meiner größten Fehler in den DDs ist, zu Beginn zu schnell reinzufahren. Das Team sagt dann, geh hin und spotte, fahr doch noch näher ran. Wir bleiben hier hinten, wir decken deinen Rücken, fahr ruhig. Und dann sind sie 10 Kilometer entfernt von mir. Das bedeutet 16 Kilometer zum DD feindlich, wenn er aufgeht. Und dann haben wir ein Problem, weil die treffen dann halt nichts. Und der Gegner hat aber einen Jodelhans, der schon auf 2 Kilometer dran ist am gegnerischen DD und dann uns dann halt auf 8. Und dann trifft der Jodelhans halt auch viel besser. Das liegt daran, dass er dir seit 3 Jahren Gift in den Kaffee mischt, und damit sie deinen Stream erben kann. Nee, Lin wäre viel zu faul, um das fortzuführen. Eigentlich so ungut, nicht böse gemeint. Aber klingt jetzt ein bisschen schlimm. Ich habe kein Problem, mich dann jetzt hier zu smoken. Nehmen wir. Nebelwerfer gestartet. Gegnerische Schlachtschiff entdeckt. Jo, Linz fährt aus drum. Ich hätte nicht smoken sollen. Jetzt schauen wir einmal kurz, ob der noch im Smoke ist. Gut aus. Wir warten kurz auf unsere. Ah, die Sinopfer haben mir den Plan. Weil sonst hätte ich, wäre ich da rein. Immer darauf achten, was hinter einem ist. Nicht, dass da Torpedos. Ah, schau mal, offen. Hello, my friend. Hat er den gleichen Plan, ne? Torpedos auf Steuerbord. Oh nein, nein, nein. Ah. Torpedos auf Steuerbord. Mein Smoke geht noch, da werde ich mich jetzt auch kurz rein verziehen. Jetzt der fährt natürlich wieder nach oben, ich Idiot. Moment, so. Sehr gut. It's done. Brauchen wir nicht mal Hydro. Der Plan wäre gewesen, zu schauen, wo er kommt. Und dann tatsächlich mit hydroakustischer Suche ranfahren, wenn er von seinem Team im Stich gelassen wird, wenn alles hinter den Inseln ist. Hydro an auf 4 Kilometer, ihn rausgangen, ohne in seinen Smoke zu fahren. Das ist quasi die gängige Art und Weise, wie das hier gespielt wird. Wir haben hier höchstwahrscheinlich noch ein U-Boot. Da müssen wir gut aufpassen. Eine Salve der Normandie schmerzt höllisch. Deswegen werden wir auch nicht weit nach vorne fahren jetzt. Ich dachte schon, das sind Flecken. Du hast hinter einer Insel vergessen. Wie meinst du hinter einer Insel? Ja, ich habe den Kontext verloren, weil ich wahrscheinlich nicht schnell genug darauf geachtet habe. Naja, halb so wild. Hoffe ich doch. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also normalerweise fährt das U-Boot durch die Mitte. Nicht so wie unser U-Boot, sondern es fährt durch die Mitte. Ich halte die jetzt offen, damit werden die gejagt. Das bedeutet aber, ich mache gleichzeitig keinen Schaden. Das bedeutet, ich müsste ein bisschen nach innen fahren, um das zu kompensieren. Die werden notgedrungen, müssen die auch reindrehen irgendwann. Aber wie gesagt, meine Torpedos reichen nicht. Hallo Aka Gema Kill. Aka Mega Kill. Also willkommen. Ach so, wo mein Team steht. Ja, das steht meistens hinter den Inseln. Aber ja, das ist halt, das ist der Fluch. Ich werfe jetzt mal, nicht in der Hoffnung, dass ich was treffe, aber... Oh, schau mal. Ich kann nicht... Die müssen das jetzt... Ich könnte schon, aber es hat keinen Sinn. Seid auf 18 Meter. Ah, das wird nicht reichen mit den... Dann, ich kann das jetzt tatsächlich erledigen. Ich warte ein kleines bisschen, der wird Vollgas gegeben haben. Wahrscheinlich geht er jetzt drauf, weil alles auf ihn ballert. Hier ist der Ölfleck. Ist wahrscheinlich tot, oder? Ja, dann gebe ich nicht mal meine Hydro her. Meine Torpedos. Genau, natürlich. Perfekt geworfen und Wargaming sagt, nö. Das für ein Arsch Prime. Das wollen wir nicht, Prime. Teamdienlich. Was für ein Scheiß Prime. Das ist doch alles für ein Püppisch. Hallo Portos. Schönen Abend. Da.
Ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt in beide New Orleans reinfahren. Eine ist aber gerade gesprungen. Wir fahren jetzt wieder hoch mit Speed Boost. Ich hoffe, die steht hier nicht hinter der Insel oder so. Das wäre absolut katastrophisch. Aber naja, wie gesagt, solche Gefechte gibt's. Wir müssen jetzt Richtung C fahren, weil wenn wir schon keinen Schaden bekommen, weil die Normandie drauf geht, bevor wir in Reichweite kommen, dann müssen wir zumindest das Cap holen, damit wir die Points bekommen. Aber wir brauchen auch noch Schaden. Da führt tatsächlich kein Weg vorbei. Bisschen Schiss. Ja, die New Orleans muss ja da irgendwo sein. Es ist Verschwendung, aber ich schau mal. Ja, Gott sei Dank. Die brennt ab. Da schieße ich auch nicht drauf. Das ist... Ich will mich nicht offenbaren, wo ich bin. Wie gesagt, das war jetzt nur super sicher hier mit der Hydro. Außerdem gibt es nur noch ein U-Boot. Und das sollte eigentlich auf der anderen Seite sein. Sollte eigentlich. Dementsprechend. Und ich muss eher auf 2 Kilometer ran, bis ich das aufdecken kann. Ja, das ist in den allermeisten Fällen... Ja, schau ich das an. Gut, zumindest bei A haben sie gewonnen. Das gleicht das Ungleichgewicht ein bisschen aus. Nein, geh weg, Rook. Das ist mein Cap. Anscheinend nicht. So, jetzt müssen wir schlau sein. Also wir müssen so schlau oder so dumm wie das Team sein, das Gegnerische. Fahren wir jetzt rechts nach unten und fangen die bei A ab? Fahren wir denen hinterher? Das ist die alles entscheidende Frage. Ob wir hier auf der G-Linie oder auf die E- oder F-Linie runterfahren. Was machen wir? Wir werden bei 5700 Schaden sitzen bleiben, weil wir unserem Team viel spotten. Alle fahren nach unten. Ich fahre jetzt hier runter. Nein, ich fahre da drüben runter, dann bin ich schon in Torpedoreichweite, wenn gut ist. Wäre gut, brauchst mehr Schaden. Ja, das ist wie gesagt, hin und wieder, wenn du das Pech hast, auf die falsche Seite zu spawnen oder auf die falsche Seite zu fahren und da gewinnst du, dann bist du am Arsch. Lieber hätte ich fast auf dieser Seite gewonnen, weil hier ist entweder die Lage so näher drin oder gestartet oder es ist das U-Boot drin in A. Es wären genügend Leute da gewesen, um ein bisschen was zu machen. Es ist das U-Boot drin, gut und schlecht zugleich. Das Problem ist, die Rogue wird jetzt viel kassieren und die fahren hier drauf zu und es ist alles schlimm. Hat auch keinen Sinn zu torpedieren, die Rogue wird gleich nach vorne fahren. Oder sie versucht anzuwinkeln, ist alles schlecht. Nebelwerfer gestartet. So ist es. Erstmal hier unsere Leute smoken. Die müssen dann erst durch. Nein, einer muss durch. Kommt schon, Leute. Ja, danke schön. Nebelwand gelegt. Ah, die wird dann wieder nach vorne fahren. Sehr geil. Die Rogue hat den einen Torpedo gelutscht. Komm schon, trifft da vorne noch was. Er muss treffen. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Hat nicht getroffen. Fährt auch nicht nach vorne, ist das scheißegal. Ich fahre auch nicht raus, mir ist das nämlich scheißegal. Ich muss Schaden machen. Kuschelt sich ja so nah an mich ran, dass ich vielleicht getroffen werde. Deswegen muss ich ja noch weiter weg. Komm, gib einen Permabrand. Dankeschön. Natürlich immer auf dem letzten Drücker, wo ich dann nichts mehr machen kann. Unser Team hat die Führung übernommen. Ja, wird ein katastrophaler. Ein katastrophales Gefecht. Sehr gut, die Rogue ist raus. Nur nicht zu viel. Gewinnen wollen wir schon, aber wir wollten Schaden machen. Ja, ausgelaufen, man kennt das. Ne? Ich denke da auch schon nicht mehr drüber nach. Das ist immer so der typische Hans und der Wurst. Hallo Proto, Deus Vult, so ist es. Angelehnt an Crusader Kings natürlich. Da. Das alles flieht, das ist absolute Katastrophe. Colorado, da hinten ist vielleicht was.
Hydro ist wieder ready. Maschinenboost aktiviert. Es gilt aufzupassen. Wegen dem U-Boot hier. Smoken geht noch nicht. Ich muss auf die Colorado-Torpen gehen. Das ist der große Schaden, den ich mache am Ende. Sehr gut, das ist gut. Und nicht cappen. Zumindest jetzt nicht. Große Schaden. Ich gehe jetzt gleich drauf, weil das U-Boot mich aufdecken wird. Und dann schießt alles auf mich. Und dann... Bremsi machen. Fahr weg, New Orleans. Fahr weg. Ja. Lächerlich. Das ist einfach lächerlich. Noch nicht ins Cap. Galli. New Orleans muss weiterfahren und hinten rauskommen. Oh ja, Baby. Komm. Ja. Unser Sieg ist in Sicht. Er wird jetzt lachen, er wird fragen, was macht denn der Prime jetzt? Ich mache jetzt einen Anflug. Ich hoffe, der kommt hier um die Ecke ziemlich steil und ist dann direkt auf 3 Kilometer zu mir. Und dann werde ich ihn rausballern. Ja. Ganz genau das habe ich erwartet. Also, dass er breit zeigt, wäre es natürlich noch gewesen. Aber gut. Kritischer Maschinenschaden. Maschinenboost deaktiviert. Wie die Luder da drauf schießen, ne? Solche kleinen Mistkröten. Solche kleinen Mistkröten hier. Könnt ihr nicht auf die Ziele schießen, die da offen sind? Müsst ihr auf mein Ziel schießen, ihr Luder? Was zum Teufel? So, jetzt werden wir die AP hier testen. Du Luder! Was? Ich bin doch kein Luder. Ich bin hier... Hab sie gerettet. Die hat Ziel auf uns. Ich will in der Mitte treffen, weil unsere AP ist too strong. Da gibt's nur Overmatches hier hinten auf den... Was sind das? 16 mm? Komm. Hier wird der Winkel nicht passen. Na ja, komm, was soll der Geiz? Lass ein bisschen Shooty machen. Und die Torpedos der Lago Lisonnière. Ah, dürft ihr nie vergessen, ein Dreierwerfer. Ja, leck mich doch am Arsch. Du bist wohl als Luder. Ich bin überhaupt kein Luder. Ich nutze die Möglichkeiten, die mir der Herrgott und World of Warships gegeben hat. 62.000, glaube ich, für die T61 ist gar nicht schlecht. Da bin ich schon zufrieden. Ja, ein Großteil war ja das schlechte Schlachtschiff, aber come on. Wir haben bestmöglich noch gerettet, den Tag gerettet, könnte man sagen. Das ignoriere ich. So wie deinen Namen beim Ziehen des nächsten Codes. Gewonnen hat Reinhard 66. Herzlichen Glückwunsch. Dadala. Also, ich glaube, wir können heute sagen, wir haben halbwegs gut gearbeitet. Immer zusammen mit dem Team natürlich. War das dämlich. Nicht immer zusammen mit dem Team. Manchmal waren wir schuld, manchmal das Team, ne? Ah, da ist der Reinhard. Wunderbar. Lüsterli. Dadala, und da bekommt er. Amokot. Sagadi. Und. So. Zack, bitteschön. So, was wollte ich noch sagen? Ah, genau. Du hörst wohl schon auf, die Nacht ist noch jung. Ja, aber ich habe morgen wieder einen 10-Stunden-Tag, so wie heute und gestern und übermorgen bis Samstag quasi. Und dann habe ich 2 Wochen Urlaub. Eine Woche davon bin ich nicht da. Das bedeutet, es gibt keinen Stream unterhalb der Woche, nur am Sonntag Crusader Kings, am Abend, weil ich komme erst da wieder an. Dann haue ich direkt rein in den Stream, wahrscheinlich, vielleicht. Also ich muss eh da sein, ansonsten gehen wir reich vor die Hunde. Ne? Vielleicht schaffen sie es auch mal ohne mich. Kann ich nicht ein Nachtbild einer Freundin motivieren, mir zu machen.
Nein, weil ich kann ja rübergehen ins Schlafzimmer, da ist sie live. Oder? Wo fährst du hin? Ich schnapp mir meine Eltern, weil die sind schon alt und fahren nicht mehr alleine. Und ich schnapp mir meinen Bruder und dann fahren wir für 5 Tage nach Bella Italia. Ja, nicht weit, das ist nur an die Adria. Ein kleines malerisches Dörfchen, ein historisches. Und dort werden wir 5 Tage lang Strandspaziergänge machen und ganz wichtig ist, sehr gut essen und sehr gut trinken. Ich sehe meine Eltern nämlich viel zu selten. Und ja, deswegen, ja, ihr wisst ja, auch wenn man es nicht wahrhaben will, aber man hat sie nicht sein Leben lang, sondern nur ihr Leben lang. Und das korreliert leider nicht immer mit den Wünschen und Träumen, die man selber hat. Und deswegen muss man die Zeit sich nehmen, wenn, solange man sie noch hat. Deswegen, ja, ich versuche das tatsächlich jedes Jahr zu machen. Mit Corona hat es uns gut reingerissen, da können wir 2,5 Jahre gar nichts machen. Oder 3 Jahre eigentlich. Und deswegen dieses Jahr auf jeden Fall wieder. Vielleicht wisst ihr es nicht, aber meine Eltern sind sehr krank. Und kann es theoretisch jedes Jahr soweit sein, dass ein Elternteil von uns geht. Aber klopfen wir auf Holz 3-mal, dass es nicht ist. Da, schaut mal, wir haben tatsächlich einiges hier geschafft heute. Wie schon erwähnt, ne? Siegraten und PR-Raten hier in allen Ehren und Schadensraten, das funktioniert nur, wenn das eigene Team gut genug ist, das funktioniert nur, wenn das gegnerische Team gut genug ist. Wenn es ein starkes Ungleichgewicht gibt zwischen diesen beiden, dann hat man keine Chance. Dann geht das halt auch nicht, weil man hat zu wenig Zeit, um Schaden zu machen. Warschau kann mich nicht mehr erinnern, ich glaube, hier haben wir nicht sehr viel Schaden gemacht. Oder man, ja, das Spiel ist zu schnell zu Ende. Es muss immer ein Gleichgewicht geben. Aber heute lief es gut. Wir sind mit Bedacht gefahren, hoffe ich doch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es geht dann auch wieder im Laufe dieser Woche wieder auf dem Community-Tab für die nächste Abstimmung. Das bedeutet, die Deutschen mit der Z52 sind da nicht mehr dabei. Da wird vielleicht eine andere, also wird mit Sicherheit eine andere Linie reinkommen. Ich werde das dann, ja, es wird sich gewünscht, dass wir das auf YouTube veröffentlichen, aber mal schauen. Vielleicht schneide ich ein bisschen, dass wir nicht den gesamten Stream hier haben. Ist halb so wild, sage ich immer. Wir kriegen das hin. Und nächsten Dienstag spielen wir dann eine weitere Zerstörerlinie, bis wir so 6-7 haben, damit wir die großen Spielstile durchhaben. Und danach wechseln wir zu den Kreuzern und danach machen wir... Ja, Reinhard postet immer dasselbe. Dankeschön, Reinhard. Hat das von oben kopiert, ich sehe das. wo waren wir? Ich habe es vergessen. Genau, und dann zu den Schlachtschiffen, Stück für Stück. Wie gesagt, vielleicht schaffen wir es ein bisschen, die Winrate der Spieler zu heben oder zumindest zu verhindern, dass die Leute nicht so schnell sterben.